Grüß Gott, herzlich willkommen im Livestream. So. Ja, heute haben wir den 1. September, das ist der Beginn des Kirchenjahres. Das Kirchenjahr beginnt nämlich nicht am 1. Januar, sondern am 1. September. Und alle kirchlichen Bücher sind entsprechend gegliedert. Wenn man ein kirchliches Buch aufmacht, dann sieht man dort, dass dann schlägt man das eben am 1. September auf und das ist der erste Tag des Jahres und dann sind alle anderen Monate danach bis eben zum August, der entsprechend der letzte Monat ist. Also alles Gute zum Neujahr. Gut, fangen wir an mit einer kurzen Buchvorstellung. Ich habe mir heute zwei Bücher herausgesucht. Das eine Buch, das ist so ein bisschen selbstgemacht noch. Also wir sind dabei, das Buch aufzulegen, so dass es bald auch einen festen Einband hat. Dieses Buch beinhaltet drei Teile des Gottesdienstes. Und zwar einmal die göttliche Liturgie. Dann die Vigil, also die Vesper und den Ordros. Und ebenso, geht das? 1, 2, 3. So, und ebenso das Totengedenken. Das sind die Gottesdienste, die am häufigsten verwendet werden im Gottesdienst. Und dieses Buch ist dazu gedacht, dass man den Gottesdienst nachverfolgen kann. Es ist auch in zwei Sprachen, das heißt, wenn wir hier am Anfang aufmachen, links ist immer der deutsche Text und rechts der russische bzw. der kirchenslawische. Für die Leute, die in einer russischsprachigen, kirchenslawischsprachigen Gemeinde gehen, ist das perfekt. Man hat hier beide Texte immer parallel, also egal welches Gebet man aufmacht, es ist immer parallel zueinander. Aber auch wer in eine andere Gemeinde geht, kann dieses Buch nutzen, denn der deutsche Text, der ist auf jeden Fall hier. Und so kann man bei der Liturgie beispielsweise stehen und mitverfolgen, was denn gesungen und gelesen wird, ist sehr praktisch. Und gut klappt das bei der Liturgie, weil die Liturgie fast komplett immer gleich ist. Da sind nur wenige Gebete, die sich ändern. Ebenso klappt es gut beim Totengedenken, weil dort sich nie etwas ändert. Also das ist komplett so, wie es in diesem Buch steht. Bei der Vigil, also Vesper und Ordros, ist es etwas komplizierter, denn da gibt es sehr viele Wechseltexte, die immer sich verändern. Und diese Texte sind hier natürlich nicht drin. Hier ist nur der Text, der immer da ist. Und das ist bei der Vigil tatsächlich nur knapp die Hälfte. Wer aber die ganze Vigil lesen möchte und die Möglichkeit hat, eben auf einem Tablet oder auf einem größeren Smartphone das zu lesen, kann die Webseite www.orthodoxer-gottesdienst.de benutzen. Da ist für jeden Sonntag wirklich der komplette Gottesdienst, so wie er gelesen wird, mit allen festen und beweglichen Bestandteilen drin. Also, einmal das hier. Und das, und vielleicht noch eine kurze Info. Also dieses Buch hier ist für Laien gedacht, das heißt zum Nachverfolgen des Gottesdienstes. Aber es gibt in dieser Art und Weise noch sieben andere Bücher. Das sind Bücher, also zwei davon sind für den Priester gedacht. Das ist das Liturgikon. Da ist die Liturgie drin und die Vigil und andere Gottesdienste, so wie der Priester sie zelebriert. Dann gibt es drei Teile des Rituale. Das sind solche Sachen wie die Taufe, die Beichte, die Krönung, also Heirat, verschiedene Bittgottesdienste, Totengedenken und so weiter, auch für Priester und Chor und Leser. Aber diese Bücher, diese Ritualebücher, die werden auch oft von Laien genommen, weil man da auch entsprechend nachverfolgen kann. Dann haben wir ein Chorenbuch, das sind die Gottesdienste außer der Liturgie, die gelesen werden, beispielsweise die dritte und die sechste Stunde vor dem Gottesdienst. Genau, dann haben wir noch ein Gebetbuch für Kinder und Freizeiten. Momentan sind diese ganzen Bücher in dieser Form, früher oder später irgendwann, also als erstes kommt das hier in festen Einband und dann hoffe ich irgendwann später, alle anderen auch, werden die im festen Einband in einer neuen Redaktion herausgegeben. So, und das nächste Buch, das ist ein geistliches Buch, der heilige Theophan der Klausener.
Es nennt sich der Weg zur Errettung. Der heilige Theophan der Klausner ist ein sehr bekannter Heiliger aus Russland. Und in diesem Buch spricht er darüber, wie man zur Errettung kommt. Und das Besondere, was dieses Buch auszeichnet, er geht sehr tief in die, sag ich mal, Anthropologie des Menschen. Also er setzt sich sehr tief damit auseinander, was im Menschen drin ist. Wie die Gedanken funktionieren, wie die Gefühle funktionieren, wie der Willen funktioniert, wie sie miteinander interagieren, woher verschiedene Schwierigkeiten kommen und so weiter. Also es ist ein Buch, wodurch man sich selbst sehr gut kennenlernen kann und verstehen kann, wie im Körper des, wie in der Seele des Menschen, was miteinander zusammenhängt und wie was funktioniert. Genau, der Theophan der Klausner im Verlag von Johannes A. Wolf erschienen. Orthodoxe Quellen und Zeugnisse heißt die Serie. Gut, nächste Sache, die ich mit großer Freude euch bekannt geben möchte, ist, dass die orthodoxe theologische Schule endlich, das Projekt ist fertig. Die Schule wird im Oktober eröffnet. Die Anmeldung hat jetzt bereits begonnen auf der Webseite www.orthodoxe-fernschule.de. Also orthodoxe-fernschule.de, da gibt es zwei Kurse, die online über Zoom stattfinden werden. Der erste Kurs ist für Menschen, die Einsteiger sind, also die gar keine Ahnung haben vom Glauben, die vielleicht auch die Bibel noch gar nicht gelesen haben. Dieser Kurs ist für Menschen gedacht, die sich für die Orthodoxie interessieren, die ihre ersten Schritte machen in der orthodoxen Kirche, die vielleicht orthodox werden wollen, aber auch für diejenigen, die schon orthodox wurden in ihrer Gemeinde oder vielleicht sogar orthodox aufgewachsen sind, aber kein entsprechendes Wissen und keine entsprechende Bildung mitbekommen haben. Und in diesem Kurs, das ist wirklich ein Basiskurs, den jeder belegen kann. Diese Kurse sind für Erwachsene, also ab 18 Jahren. Ich glaube, beim Katechesekurs kann man schon ab 16 Jahren mitmachen, aber es ist auf jeden Fall auf Erwachsene ausgerichtet. Da kann auch jemand mitmachen, der 60 ist. In diesem Katechesekurs werden dann die Basics behandelt. Und der zweite Kurs, und der Katechesekurs, er geht über ein Jahr. Man schreibt sich ein, dann hat man einmal in der Woche ein Gespräch oder eine Vorlesung, ein Treffen über Zoom mit einem Lehrer, mit einem Katecheten. Dieses Treffen findet im Katechesekurs immer mittwochs um 18 Uhr statt. Und dann bekommt man auch Materialien mit, damit man sich weiterbilden kann. Das Treffen dauert immer 1,5 bis 2 Stunden. So, und dann der zweite Kurs, das ist der theologische Kurs. Der geht über 3 Jahre und richtet sich an Menschen, die etwas weitergehen wollen. Also zum einen an Lehrer der Sonntagsschule in orthodoxen Gemeinden, an Sänger, Leser, an Menschen, die Katecheten werden wollen, aber auch an Leute, die das nicht tun, also einfach an ganz normale Gemeindemitglieder, die ihr Wissen über die Orthodoxie vertiefen können. Die können da auch mitmachen bei diesem theologischen Kurs. Und das System ist das gleiche. Es gibt einmal in der Woche ein Treffen um 18 Uhr am Donnerstag im theologischen Kurs. In jedem Jahr gibt es 4 Fächer. Also jetzt fängt das Jahr an. Da gibt es die ersten 4 Fächer, dann die nächsten, im nächsten Jahr die nächsten 4 und so weiter. Es werden am Ende eines Jahres dann Prüfungen abgelegt und am Ende des Ganzen bekommt man auch ein Zertifikat. Gut, das ist zwar staatlich wahrscheinlich nicht anerkannt, also, oder sicher staatlich nicht anerkannt, aber es ist eben ein kirchliches Zertifikat und in der Kirche kann man das allemal vorlegen, wenn man es braucht. Und ich denke, wenn man irgendwo eine Bewerbung schreibt, dann kann man durchaus da auch mit angeben, dass man so einen Kurs absolviert hat. In der Fernschule, also das heißt orthodoxe theologische Fernschule, werden Lehrer unterrichten, die zum einen alle eine theologische Bildung haben, größtenteils sind es Priester und Diakone, und
alle sprechen gutes Deutsch, also entweder muttersprachlich oder eben auf sehr gutem Niveau. Und natürlich wird die Fernschule auch auf Deutsch, dort wird auf Deutsch unterrichtet. Also schaut bitte rein und ja, wer mitmachen möchte, kann sich dort entsprechend anmelden. Gut, und dann die nächste Sache, die ich mir vorgemerkt habe, bevor ich zu euren Fragen übergehe. Ich hatte ja schon einmal angesprochen, dass der Verein Christlich-Orthodoxes Informationszentrum e.V. Über den die Tätigkeit also sowohl von mir läuft, wie auch von den Webseiten, also Orthodoxer Gottesdienst, Orthopedia, Orthodoxes Forum, also der YouTube-Kanal und so weiter. Das läuft alles über diesen Verein. Und alle Angebote des Vereins sind ja kostenlos. Das soll auch so bleiben. Aber mittlerweile sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir Spenden brauchen, damit die Tätigkeit fortgesetzt werden kann. Es geht also zum einen um den Erhalt von dem, was da ist, also das Bezahlen des Webservers und die Technik, die wir dazu benötigen und so weiter. Aber auch um etwas weiterzuentwickeln, ja, damit es eben nicht auf der Stelle stehen bleibt, sondern damit wir noch mehr Videos machen können, noch mehr Informationen machen können, damit ich auch genug Zeit habe, um mich um diese Sachen zu kümmern, beziehungsweise dass ich dann eine Hilfe bekomme. Dafür brauchen wir Spenden und auf der Webseite des Vereins, ich werde jetzt da, Moment, ich schicke einen Link, orthodoxinfo.de, aber ich schicke einen Link direkt, oder ich schicke einfach den allgemeinen Link und dann, wer möchte, kann sich erst einmal anschauen, was der Verein überhaupt macht, welche Projekte dazu gehören und dann gibt es eben im Menü den Punkt Förderung und Spenden und wer möchte, kann dort eine Spende machen. Natürlich freue ich mich auch über Einzelspenden, was aber sehr wichtig wäre, dass wir auch regelmäßige Spenden bekommen, also ich sage jetzt mal Mitgliedsbeiträge. Da kann jeder entscheiden, was er spendet, aber es wäre gut, wenn das, ich sage jetzt mal, einmal im Monat eine kleine Summe wäre oder wer kann vielleicht auch eine große Summe, sodass wir damit auch planen können, ja, sodass wir sagen können, gut, wir haben eben ein Budget fürs nächste Jahr von so und so viel und damit können wir diese und jene Projekte realisieren. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn sich auch unter euch Menschen finden, die spenden können und werde auch aber in Zukunft ein bisschen daran erinnern. Gut, ja, dann schauen wir mal, warum wir heute hier sind, was wir besprechen können. Wenn man im Traum Sünden begeht, sind wir schuld an dieser Sünde oder der Teufel? Ja, also es kommt darauf an, um was es sich handelt. Die Heiligen Väter sagen, dass es zwei Ursachen geben kann für Sünden, die man im Traum begeht. Und zwar, genau, drei Gründe gibt es, oder fassen wir das mal zusammen. Der eine Grund ist, wenn jemand tagsüber etwas gemacht hat, was ihn zu dieser Sünde bewegt. Also beispielsweise, ich bin sauer auf jemanden, ich bin total zornig auf eine Person und den ganzen Tag gehe ich mit den Gedanken rum, wie ich diese Person hasse. Und dann lege ich mich schlafen und habe im Schlaf eben den Traum, dass ich diese Person zusammenschlage oder umbringe. Dann ist es so, dass ich tatsächlich selbst schuld daran bin und dass es auch als eine Sünde gilt. Also wenn ich da jemanden zusammenschlage, ist es natürlich nicht so, dass die Sünde ist, dass ich die Person zusammengeschlagen habe. Aber diese zornigen Gedanken, dieser Hass, der in mir ist, also dafür bin ich durchaus verantwortlich. Und dieser Hass ist ja nicht nur nach dem Schlafengehen da. Der ist ja nicht plötzlich gekommen, sondern der ist ja schon vorher da gewesen. Ja, deswegen, das ist, woran man schuld ist. Und der zweite Grund, manchmal kommen halt einfach blöde Träume und der Mensch ist dann nicht für diese blöden Träume verantwortlich, wenn er sich nicht zu Schulden
kommen lassen hat tagsüber. Natürlich muss man hier auch ein bisschen aufpassen, denn nicht immer ist das, was wir träumen, direkt zusammenhängend mit dem, was wir tagsüber gemacht haben. Beispielsweise gibt es in dem Buch Philakalia. Jedenfalls gibt es da den Hinweis darauf, dass wenn jemand sehr viel gegessen hat, also zu viel gegessen hat abends, dass er deswegen eben unzüchtige Träume haben kann. Und da muss man schauen, ja, nicht nur, ob ich direkt etwas getan habe, sondern ob ich andere Dinge getan habe tagsüber, die mich verleitet haben an diese Träume. Haben wir mit den orthodoxen Kopten eine Kommunionsgemeinschaft? Eine Kommunionsgemeinschaft besteht mit Kopten nicht. Das ist schon seit längerem so. Es wird daran gearbeitet, dass diese Kommunionsgemeinschaft wieder entsteht. Aber die nächste Frage ist, ob sie Heretiker sind. Da gibt es halt verschiedene Meinungen. Ist eine bekannte Frage. Und erst einmal müssen sich die beiden Kirchen einig werden über die Theologie und dann könnte es sein, dass es auch wieder eine Kommunionsgemeinschaft gibt, aber momentan nicht. Warum trägt der rumänische Patriarch Weiß? Also ganz genau weiß ich das nicht, aber wie ein Professor bei uns im Priesterseminar immer wieder zusammen zu sagen pflegte, es hat sich historisch so ergeben. Hallo, hatten Sie schon mal Gebetserhörungen wahrscheinlich, also ob meine Gebete erhört wurden? Ja, sicherlich, das gab es ja. Können Sie etwas mehr dazu sagen, wie man als Elternteil seine Kinder vor dem Besuch Kita oder Schule segnet und wie man das macht, was zu beachten und was für eine Wirkung das hat? Also als Eltern hat man die Möglichkeit, Kinder zu segnen oder sogar die Pflicht, denn also das Wort Segen bedeutet, dass man dem Kind eben seine Lebensenergie weitergibt. Und das ist ja schon passiert, wenn das Kind geboren, gezeugt und geboren wurde, aber auch im Leben kann man das immer wieder machen. Solche Beispiele haben wir auch in der Bibel, wo eben nicht Priester gesegnet haben. Also jeder Vater und jede Mutter kann sein Kind segnen oder eventuell auch jemanden anderen segnen. Und das macht man, indem man eben die Finger so nimmt, wie man sich normalerweise selbst bekreuzigt, wie man sein Essen bekreuzigt. Ja, und so bekreuzigt man eben denjenigen, den man segnen möchte. Und ja gut, man kann dann etwas sagen, weiß nicht, Gott segne dich oder Gottes Segen oder geh mit Gott oder so etwas. Man kann vielleicht ein kurzes Gebet sprechen, laut oder für sich selbst. Da kann man kreativ herangehen. Ist das Küssen vor der Ehe erlaubt? Gut, es gibt keinen Katalog, sage ich jetzt mal, was erlaubt und nicht erlaubt ist. Natürlich ist der Geschlechtsverkehr nach der Bibel verboten. Man sollte da auf jeden Fall aufpassen. Es ist normalerweise so, dass sich eben Menschen, die verlobt sind, beziehungsweise die befreundet sind, dass sie sich küssen, aber das sollte ein Maß haben, dass es nicht weitergeht, dass man da nicht das Risiko eingeht, doch zu fallen und Beischlaf zu haben. Genau. Und man sollte das auch nicht zu schnell machen. Also wenn man sich jetzt das erste Mal trifft, beim ersten Date sofort zu küssen, das ist, denke ich, nicht so gut. Also wenn die Beziehung wirklich ernst ist. Denn wenn man jemanden küsst, dann, es ist so, als ob man einen Teil von sich selbst weitergeben würde. Und da muss man auch drüber nachdenken, wem man das weitergibt. Und nicht so, dass man dann irgendwann heiratet und man hat schon 30 Leute geküsst.
muss man als Nicht-Orthodoxer lange als Katechumene warten. Und da kann man sich gleich taufen lassen. Das kommt darauf an, wie diese Person eben, wie sie gebildet ist, sage ich jetzt mal, was für einen Status sie hat an der Vorbereitung. Das ist verschieden. Also manche Menschen kommen in die Gemeinde und haben wirklich gar keine Ahnung von gar nichts. Und andere haben schon 20 Bücher gelesen und sich Videovorlesungen angeschaut und haben schon ein gewisses Niveau und haben sich halt nur erst getraut, zur Kirche zu gehen. Unterschiedlich, ja. Also bei einem erwachsenen Menschen würde ich schon sagen, so ein halbes Jahr sollte das Mindeste sein. Es gibt natürlich auch da Ausnahmen, aber also bei mir ist ein halbes Jahr das Mindeste und dann muss man halt schauen, also da, manche sind ein halbes Jahr Katecheten, manche 3 Jahre Katecheten. Das handhaben verschiedene Priester aber auch verschieden. Muss man auf etwas Bestimmtes achten, wenn man das erste Mal in eine serbisch-orthodoxe Kirche geht? Nein, also man sollte sich halt vernünftig benehmen, vernünftig kleiden, aber irgendwelche Besonderheiten gibt es nicht. Gehen Sie rein, stellen Sie sich da irgendwo hin und schauen Sie, wie die Leute sich benehmen, was sie machen. Wie gesagt, außer vernünftige Kleidung gibt es da keine bestimmten Dinge, die man beachten muss. Und wie kann man als Protestant konvertieren? Da gibt es ein Video von mir, wie wird man orthodox? Ich poste das eben, dann können Sie sich das anschauen und entsprechend, da ist eigentlich das meiste schon beschrieben. Ist eine Öllampe zu haben wichtig und was ist der Sinn? Also eine Öllampe oder eine Kerze, beides geht, beides kann man verwenden. Das ist ja ein Symbol, was man verwendet, während man betet. Normalerweise werden die Lampen bzw. die Kerzen ja vor einer Ikone angezündet und das Anzünden einer Kerze bzw. eine Lampe symbolisiert ein Opfer, was man Gott bringt, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite symbolisiert es auch das Licht unseres Gebetes, ja, das Licht, was von Gott herausgeht. Ja, ob man dann eine Öllampe hat oder nicht oder Kerzen aufstellt, ist eine andere Sache. In der Kirche wird das auf jeden Fall gemacht und zu Hause kann man es machen, sollte aber auf jeden Fall die Brandschutzvorschriften beachten. Gut. Ich habe eine Doku gesehen, dort hat ein Mönch Ikonen gemalt und gesagt, dass er immer die Mutter Gottes bittet, seine Hand beim Malen zu führen. Ist das nicht schon mehr als Fürbitte? Ja, was heißt nicht, also es ist halt ein Gebet, ja. Das kann man ja, ich weiß nicht, man geht zu einem wichtigen Gespräch und sagt, Herr Gott, bitte lenke meine Worte, ja, beispielsweise. Oder in dem Fall betet er, dass seine Hand gelenkt werde, dass er da nicht irgendwelchen Unfunk malt, sondern dass er das malt, was Gott gefällig ist und dass Gott ihn dazu lenkt. Welches orthodoxe Kloster in Deutschland empfehlen Sie? Ja, zum Beispiel die Spyridonskite, da gibt es ja 2 Ableger in Gallnau und in Unterhofhausen. Dann gibt es in München ja die beiden Auslandsklöster zum Beispiel. Aber ja, gut, alle Klöster, die orthodox sind, sind orthodoxe Klöster. Hallo Vater Alexei, ich habe eine Frage. Kann meine Freundin auch die Liturgie besuchen mit mir, trotz dass sie, wahrscheinlich soll das heißen, Atheistin ist? Ja, natürlich, das geht. Also jeder kann in die Kirche gehen, unabhängig von seinem Glauben oder Nicht-Glauben. Ja, jeder kann hingehen. Natürlich an der Kommunion
kann nur jemand teilnehmen, der orthodox ist und gläubig ist, aber mitnehmen können Sie. Das ist kein Problem. Die Frage habe ich jetzt nicht verstanden. Werden aus orthodoxer Sicht Heretiker, obwohl sie Christus sehr im Herzen haben und Liebe gerettet? Ach so, ob sie gerettet werden. Ja, wir entscheiden nicht darüber, wer gerettet wird. Das entscheidet Gott. Und wir haben unseren Weg, den wir gehen sollen, der in der Bibel steht, der von heiligen Vätern gepredigt wurde. Und ja, alles andere, das wird Gott entscheiden. Sollte man auch, bevor man Kleinigkeiten, wie zum Beispiel Süßigkeiten isst, beten? Ja, das kann man durchaus machen. Man kann sich bekreuzigen und das Essen kurz bekreuzigen. Also man muss jetzt nicht das ganze Vaterunser essen, wenn man sich eben einen Apfel gönnen will zwischen den Mahlzeiten. Großes Gebet würde ich vor dem Frühstück, vor dem Mittagessen, vor dem Abendessen machen. Also was heißt großes Gebet? Eben das Vaterunser beten und danach das Dankgebet. Aber zwischendurch kann man halt einfach nur das Essen bekreuzigen und das reicht. So über kleine und große Metanien, genau. Also Metanien sind Verbeugungen. Die kleinen Metanien, wenn man sich also nur halt so verbeugt. Und große Metanien ist, wenn man auf dem Boden sich verbeugt und mit dem Kopf den Boden berührt, wenn man kann. Und die Metanie ist eine Form des körperlichen Gebetes. Ja, wir haben ja eine Seele und unsere Seele betet mit Worten, aber unser Körper, der soll auch mitbeten. Und unser Körper betet mit, wenn wir uns bekreuzigen. Ja, die Bekreuzigung ist eine körperliche Sache. Und genauso, wenn wir mit Metanien beten, ist das auch Gebet, was wir Gott bringen. Es ist auch eine Anstrengung, denn Metanien sind anstrengend und es ist auch eine Form für uns, Gott zu zeigen, dass wir uns für ihn anstrengen möchten. Kleine Metanien werden bei ganz vielen Gebeten gemacht, also immer wieder, wenn man auch vor dem Essen betet beispielsweise oder in der Kirche am Sonntag. Große Metanien sind dagegen seltener. Also gut, es wird empfohlen, dass jeder jeden Tag eine bestimmte Anzahl an Metanien macht, also 5, 10, 50, 100, je nachdem, wie fit jemand ist und wie viel Zeit und Möglichkeit er hat. Und von Montag bis Freitag macht man eben große Metanien und Samstag und Sonntag kleine Metanien. Wenn man da so eine Regel hat, sage ich jetzt mal, 20 Metanien am Tag, dann macht man Montag bis Freitag große und Samstag und Sonntag kleine. Ebenso in der Kirche werden Samstag und Sonntag kleine Metanien gemacht und in der großen Fastenzeit an bestimmten Tagen und sonst auch an bestimmten Tagen oder zu bestimmten Anlässen macht man dann große Metanien. Aber in der Kirche sieht man halt, was alle anderen machen und kann sich danach richten. So, wie verhaltet man sich, wenn man während der Fastenzeit eingeladen wird? Wenn man isst, mit dem Gesinnung, dem Gastgeber nicht in Versuchung zu bringen. Also das ist ja ganz aktuell heute, Leute, die vegetarisch oder sogar vegan leben. Und wenn ein Veganer irgendwohin zu Gast geht, dann wird er kein Fleisch essen. Ja, der wird auch keine Milchprodukte essen. Der sagt dann, Entschuldigung, ich bin vegan. Und mittlerweile ist die Gesellschaft auch so weit, dass das von den meisten verstanden wird. Und wenn Veganer, die eben aus nicht religiösen Gründen, weil die ja keine tierischen Produkte mögen oder weil sie halt überzeugt sind und keine tierischen Produkte, weil sie keine Tiere töten wollen, wenn Veganer schon diese Akzeptanz bekommen, dann vielmehr jemand, der aus religiösen Gründen fastet.
Und ich denke, es ist wichtig, dass, oder beziehungsweise möglich, dass man miteinander spricht, wenn man irgendwo hingeht, man wird eingeladen, dann sagt man, ja klar, ich komme gerne, aber du musst wissen, an dem Tag habe ich Fastenzeit und ich kann kein Fleisch und keine Milchprodukte essen. Ja? Also ein Veganer würde das auch sagen. Ne? Der würde sagen, hör mal, ich komme gerne, aber du musst wissen, ich bin vegan. Das ist, denke ich, kein großes Problem. Also vielleicht gibt es irgendwelche Ausnahmen, wo man dann, weiß nicht, Fisch isst oder so, oder wenn man jetzt zu seiner Oma geht und sie nicht, ja, die halt kein Verständnis hat, weder für Veganer noch für Fasten, ja, bei der Oma könnte das vielleicht eine Ausnahme sein, aber eigentlich sollte man fasten. Und ob man die Kommunion danach, wenn man das Fasten gebrochen hat, einnehmen darf oder nicht, das, ja, das kommt darauf an, das muss man mit dem geistlichen Vater klären. Wenn man die Feinde segnet, sagt man Gott segne dich oder ich segne dich. Ich glaube nicht, dass man jetzt zu seinen Feinden hingehen sollte und sagen sollte, ich segne dich. Weiß ich nicht, würde ich jetzt vielleicht nicht machen. Aber wenn man betet für sie, dann kann man vielleicht sagen, ja, Gott, segne diese Leute, vergebe ihnen ihre Sünden, führe sie zu dir, führe sie auf den richtigen Weg, offenbare ihnen dein Wort, die Bibel, verzeihen ihre Sünden, lass sie errettet werden. Also ja, man kann das auch frei formulieren. Wenn man die heilige Kommunion zu sich genommen hat, macht man an dem Tag keine großen Litanien. Und ja, bei Ikonenküssen, da scheiden sich die Geister. Also die einen sagen, wenn man die Kommunion empfangen hat, soll man keine Ikonen küssen. Die anderen sagen, das geht. Also ich denke nicht, dass es hier so eine feste Regel gibt. Aber die großen Litanien macht man halt nicht, weil man ja, die Kommunion empfangen hat, also Gott empfangen hat und man hat Gott in sich und ja, man sollte eben nicht große Litanien machen. Was ist, wenn ich eine Todsünde im Traum begangen habe? Ja, darauf habe ich jetzt ja schon zu Beginn geantwortet. Hier kommt es, ja, also es ist auf jeden Fall, wird es natürlich, was man im Traum gemacht hat, wird nicht so gewertet, wie wenn es echt wäre. Aber man muss halt wirklich schauen, ja, wenn ich mein Freund, also ich freue also jemanden, meinen Arbeitskollegen, meinen Klassenkamerad oder so, wenn ich den hasse und dann diesen Mord begehe im Traum, dann ist es für mich vielleicht so ein Warnzeichen. Ich muss mal was dran machen, dass ich eine bessere Beziehung zu dieser Person bekomme oder dass ich wenigstens im Herzen vergebe. Also Sojafleisch oder Käsealternativen in der Fastenzeit essen. Ja, also so, es wird schon praktiziert, dass man so etwas isst, aber man muss natürlich beim Fasten auch darauf aufpassen. Fasten ist zum einen natürlich Verzicht auf Fleisch und Milchprodukte, aber wenn man sich dann während des Fastens noch besser ernährt und teurer ernährt als außerhalb der Fastenzeit, dann ist es vielleicht auch nicht so der Sinn der Sache. Genau, die Frage, ob der theologische Kurs als offizielle Weiterbildung gelten würde. Nein, das würde nicht gehen, denn also zum einen ist es ja ein Fernkurs und man nimmt dort nur 2 Stunden in der Woche teil, also ne, man sitzt vor dem Bildschirm, man hat einen Lehrer, der unterrichtet. Das passiert 2 Stunden lang in der Woche und dann bekommt man halt noch etwas zu lesen. Also vielleicht hat man dann eine Gesamtbelastung von 3-4 Stunden. Das ist eine kirchliche Zusatzausbildung und ich glaube nicht, dass es für das Arbeitsamt oder so oder etwas gilt. Vor allem ist dann die Frage, ja gut, ich mache diese Ausbildung, aber was werde ich danach? Und natürlich in der Kirche, man kann, das kann man für sich selbst machen, man kann danach in der Sonntagsschule unterrichten oder vielleicht ein besserer Leser, besserer Altardiener werden, vielleicht auch etwas anderes.
Aber das ist ja keine Sache, mit der man in Deutschland Geld verdienen kann. Das macht man ja alles ehrenamtlich meistens. Und deswegen wird das wahrscheinlich auch nicht als Weiterbildung gelten. Wann man den Heiligen Geist empfängt, vor der Taufe oder nach der Taufe. Ja, also der Geist weht, wo er will. Und ich denke, da können wir sollten nicht versuchen, den Heiligen Geist irgendwo einzufangen. Jetzt ist ja die Bibelstelle. In ihm habt ihr auch das Wort der Wahrheit gehört, das Evangelium von eurer Errettung. In ihm habt ihr das Siegel des verheißenen Heiligen Geistes empfangen, als ihr zum Glauben kamt. Ja, gut. Wie gesagt, es gibt verschiedene Wege und natürlich der Heilige Geist, er wirkt überall. Ja, würde der Heilige Geist nicht präsent sein in diesem Tisch, in diesem Stuhl, in dieser Welt, dann würde diese Welt aufhören zu existieren, denn die Welt existiert nur durch göttliche Energien. Also Gott hat die Welt geschaffen, aber er unterhält diese auch und wenn Gott seine Energie wegnimmt, dann wird alles verwelken. Deswegen ist Gott auf die eine oder andere Art überall präsent. Und gut, wenn jetzt jemand zum Glauben kommt und an Gott glaubt, dann natürlich ist es auch ein Kontakt mit Gott. Es ist ein Gespräch mit Gott. Dann, wenn jemand die Bibel liest und noch mehr weiß, dann noch mehr. Und dann tut er auch was. Und dann empfängt er die Taufe und dann die Kommunion. Und dann betet er. Also man kann den Heiligen Geist nicht einfangen. Man kann nicht sagen, so bis zu der Sekunde hatte ich ihn nicht und ab dieser Sekunde habe ich ihn 100%. Ja? Das ist ein Prozess. So, ich wurde serbisch orthodox getauft und gehe seit etwa einem Jahr sonntags immer in die orthodoxe Kirche. Empfange die Kommunion dort und habe dort auch einen geistlichen Vater. Bin ich jetzt russisch oder serbisch orthodox? Du bist orthodox. Also man kann nur orthodox sein. Es gibt zwar jetzt die Zugehörigkeit zu einer Kirchengemeinde, das heißt, also eigentlich ist es so, dass Laien zu der Kirchengemeinde gehören, wo sie leben. Das wurde irgendwann mal so entschieden. Ja, wo man lebt, dort gehört man hin. Eine andere Ansicht wäre, dass man zu der Gemeinde gehört, wo man eben regelmäßig die Kommunion empfängt. Ich denke, das ist, das hat auch seine Berechtigung. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir auch selbst als Orthodoxe zu dem Verständnis kommen, orthodox ist orthodox, ja, also russisch, griechisch, serbisch, das sind alles diese autokephale Kirchen, aber wichtig ist, dass man orthodox ist. Und wenn ich irgendwo sage, was sind Sie von der Religion? Ich sage, ich bin orthodox. Und dann werde ich vielleicht gefragt, russisch oder serbisch, und dann sage ich, ich gehöre zu der russisch-orthodoxen Kirche. Aber ich bin orthodox, das ist der orthodoxe Glaube. Es gibt keinen russisch-orthodoxen Glauben. Es gibt, also selbst die Bezeichnung russisch-orthodoxe Kirche, serbisch-orthodoxe Kirche, das ist schon nicht ganz richtig. Denn es gibt nur eine Kirche Christi. Wissen Sie, warum sich Katholiken nicht von der Stirn bis zum Bauch überkreuzen? Das hat sich auch historisch so ergeben, denke ich. Was sagt die Orthodoxie bezüglich der Heilsgewissheit? Gar nichts. Das ist ein protestantischer Termin und ein protestantischer Begriff. Und in der Orthodoxie gibt es den nicht. Und die Orthodoxen haben sich, also es gibt 2000 Jahre lang die Orthodoxie und keiner hat sich darüber Gedanken gemacht, über diese Heilsgewissheit. Denn dieser Gedanke selbst, er kommt aus der Furcht, aus der Angst. Ja, das war ja also Martin Luther. Er hatte ja Angst, nicht gerettet zu werden. Und das hat ihn ja gequält und das beschreibt er auch. Und eben aus dieser Angst heraus kam überhaupt der ganze Protestantismus, die ganze Lehre von der Errettung durch Glauben und die Heilsgewissheit und so weiter. Aber das ist passiert, weil die richtige Beziehung zu Gott fehlte. Ja?
eine richtige Beziehung, die hat keine, da ist keine Angst dabei. Ja, ich sag mal, man kann das ungefähr so vielleicht vergleichen, ein Vater und ein Sohn. Und in einer normalen Beziehung zwischen Vater und Sohn hat der Sohn keine Angst vor dem Vater. Und dann in einer anderen Beziehung zwischen Vater und Sohn, da hat der Vater eben ein Erbe und der Sohn hat Angst, dass er dieses Erbe nicht bekommt. Ja, aber in einer wirklichen Liebesbeziehung zwischen Vater und Sohn würde diese Angst nicht aufkommen. Ja, da ist schon etwas falsch, wenn der Sohn da an sich rumnörgelt und wenn ich das Haus nicht bekomme, wenn ich das Erbe nicht bekomme, da ist schon was falsch. Und Orthodoxe haben immer deswegen orthodox, Gott richtig preisend, zu Gott richtig betend, eine richtige Beziehung mit Gott führend. Wir haben uns immer darauf fokussiert, mit Gott zu sein, eine Beziehung der Liebe mit Gott zu führen. Und in dieser Beziehung der Liebe hat die Angst keinen Platz. Ja, wir vertrauen auf Gott und wir vertrauen darauf, dass wir errettet werden. Wir machen das ehrfürchtig. Wir sind uns nicht sicher, ja, aber wir vertrauen darauf. Ist es verboten, Geburtstage zu feiern? Nee, das ist ganz normal. Also Geburtstag kann man feiern, ist doch ein schöner Tag, man kam zum Leben. Wir feiern zum Beispiel den Geburtstag von Jesus Christus, Weihnachten. Alles gut. Honig während der Fastenzeit ist erlaubt, gilt als ein Fastenprodukt. Wein und Alkohol sind meistens erlaubt. Also in der großen Fastenzeit gibt es einige Tage, wo Alkohol nicht erlaubt ist. Aber Alkohol ist ja auch, ist ja vegan, deswegen kann man den meistens trinken. Es gibt den orthodoxen Kalender. Ich poste mal den Link, orthodoxer-kalender.de. Und in diesem Kalender sind für jeden Tag angegeben, wann man was essen kann, ob man Fisch oder Alkohol oder sonst etwas trinken kann oder nicht. Ich möchte orthodox werden, bin gerade evangelisch. Ich wohne in Krefeld, gehe auch in die St. Barbara Kirche. Wie läuft alles ab und wo soll ich mich melden? Bei mir. Beziehungsweise zuerst bei mir und dann bei dem Vater Elmer. Ich weiß jetzt nicht, ob wir uns kennen, der Name. Jedenfalls, wir haben einen Katechesekurs hier vor Ort, den unser Diakon macht, der Vater Elmar Kalthof. Der findet immer zweimal im Monat statt, sonntags nach dem Gottesdienst. Und ich kann dich Vater Elmar vorstellen. Dann lernt man in diesem Kurs halt etwas, bekommt etwas zu lesen mit und ja, man besucht die Gottesdienste regelmäßig und nach einer Zeit wird man dann orthodox. Also herzlich willkommen. Darf man sein Essen bekreuzigen? Ja, das macht man normalerweise, ja. Segne Herr, diese Mahl und diesen Trank. Und man sollte das auch vor jeder Mahlzeit machen, denn wir versuchen, alles Gott zu widmen, was wir haben. Also vor jedem, wenn man sich an Steuer setzt beim Auto, Herr, segne den Weg. Wenn man aus dem Haus geht, Herr, segne meinen Tag. Wenn man sich ans Lernen hinsetzt, ans Arbeiten, betet man das himmlische König und bittet den Herrn um den Segen. Das macht man, damit Gott dabei ist in dem Leben von einem. Warum bekreuzigen sich manche orthodoxe Priester mit zwei Fingern und nicht mit drei? Also das wäre mir neu. Normalerweise bekreuzigt der Priester sich selbst so, also ganz normal. Aber wenn der Priester segnet, dann macht er das etwas anders. Und zwar hat er dann die Finger ungefähr in dieser Form. Das sind die ersten Buchstaben von Jesus Christus auf Griechisch. Ja, also I wie Jesus, S wie, ja, IS, Jesus, und dann diese beiden Finger hier, das ist das H und das S, also IS, HS, Jesus Christus. Und ja, der Priester segnet dann auf diese Weise.
ja, die theologischen Unterschiede zwischen Orthodoxen und Kopten, das ist immer eine Frage, die ich, ich muss dazu mal ein Video machen. Also das ist sicherlich eine sehr komplizierte Frage. Unterschiede. Dann, ja, ich notiere mir jetzt mal ein paar Fragen, vielleicht mache ich dann im nächsten Video dazu. Solche Livestreams gibt es, wenn ich das schaffe, einmal im Monat. Danke für Ihren Dienst, Vater. Sie haben mir auf dem Weg zur Orthodoxie geholfen. Ja, das freut mich. Das ist sehr schön. Wie funktioniert das mit den Kerzen, dem Bekreuzigen vor den Ikonen? Geht vor die Ikone, dann spricht man ein Gebet. Wenn das ein längeres Gebet ist, sollte man sich nicht direkt vor die Ikone stellen, sondern so ein bisschen daneben, damit andere Leute zu der Ikone auch hingehen können. Und dann letzten Endes geht man zu der Ikone hin, bekreuzigt sich zweimal, dann verehrt man die Ikone, also man küsst sie, und dann bekreuzigt man sich ein drittes Mal und macht so eine kleine Verbeugung. Genau, und wenn man dann das Gebet gesprochen hat, dann stellt man eine Kerze auf, das symbolisiert eine Spende, ein Opfer, was man Gott bringt. Weil wir können Gott ja nichts geben, weil Gott schon alles hat, und deswegen eben diese symbolische Opfer, die Kerze. Die armenische apostolische Kirche gehört nicht zur orthodoxen Kirche, nein. Vater Alexei, ich bin halb Armenier, aber kann leider nur Deutsch. Außerdem gibt es an meinem Lebensort kaum orthodoxe Kirchen. Mich lachen viele aus, dass ich nicht in die Kirche kann, aber mich Christ nenne. Ja gut, also erst einmal, was andere tun, das spielt jetzt erstmal keine große Rolle, ne? Sollen die? Wenn du wirklich nicht zur Kirche gehen kannst, ja, bete dann zu Hause. Aber man sollte halt gucken, welche Möglichkeiten es gibt. Ja, vielleicht gibt es die Möglichkeit, mitgenommen zu werden. Da kann man mal in den Nachbarskirchen anrufen und fragen, ob es nicht jemanden gibt, der aus deiner Region regelmäßig mit dem Auto zur Kirche fährt. Oder vielleicht sparst du halt für ein Ticket oder hast ein Deutschland-Ticket und kannst dann vielleicht einmal im Monat hinfahren, auch wenn der Weg dann 2-3 Stunden dauert. Aber ja, man sollte da versuchen, wenigstens einen Rhythmus zu finden. Und es ist dann auch egal, zu welcher Kirche, ob das jetzt eine griechische, eine russische ist. Da muss man gucken, welche in der Nähe ist. Aber größtenteils gibt es ja in Deutschland Kirchen. Also ja, suche einen Weg. Gibt es einen Termin, wann der byzantinische Text Deutsch als Vollbibel erscheint? Vollbibel nicht, also Neues Testament, Evangelien plus die Apostelbriefe, die erscheinen in etwa 1,5 Jahren. Festen Termin gibt es nicht, aber so 1-2 Jahre müssen wir uns noch gedulden. Die Arbeit daran geht aber sehr intensiv voran. Also es hängt nicht, sondern die treffen sich einmal im Monat wirklich alle in Präsenz und arbeiten eine Woche lang oder einmal in 2 oder 3 Monaten, aber die treffen sich halt immer im Kloster und arbeiten von morgens bis abends eine Woche lang an dem Text. Also das ist schon sehr intensiv, was da momentan passiert, und bald gibt es diesen Text. Wie betet man richtig? Ja, aufrichtig und ehrlich. Man sollte sich von nichts ablenken lassen, wenn man betet. Sich auf Gott konzentrieren, ja, an Gott denken. Sich Gott nicht vorstellen, also wir sollen uns kein Bild von Gott machen, wir sollen uns nicht Gott nicht vorstellen oder so, aber wir sollen uns bewusst machen, dass wir in diesem Moment vor Gott stehen, und wir können eine Ikone anschauen und dann, ja, zu Gott sprechen. So, als ob du zu einem Menschen sprechen würdest, der direkt neben dir steht, also der direkt vor dir steht. So betet man zu Gott. Ja. Aber die Gefühle und die Gedanken müssen sich beruhigen, muss leise sein. Und dann musst du halt schauen, ob du mit eigenen Worten betest oder mit Gebeten, die schon da sind. Am besten macht man beides. Ja. Also zum einen gibt es ja das Vaterunser und andere Gebete, die schon festgeschrieben sind, die man vorlesen kann.
als eigene Gebete zu Gott bringen, aber man kann auch persönliche Gebete beten. Ich sehe öfters Menschen, die den Satan beten. Das ist interessant. Also in welchen Kreisen verkehren Sie denn, dass Sie oft solche Menschen sehen, die wirklich Satan anbeten? Das ist ja, na gut. Also, und ich versuche den Menschen so gut wie möglich das Christentum zu erklären, worauf sie nicht so gut reagieren. Soll ich das einfach akzeptieren? Ja, also wenn jemand hören möchte, dem soll man auf jeden Fall aufklären. Und wer nicht hören will, dem soll man in Ruhe lassen. Das steht ja auch in der Bibel, wirft nicht Edelsteine den Schweinen vor. Ja, wenn man einem Schwein Edelsteine wirft, dann zertrampelt es diese und macht diese schmutzig. Und als Edelsteine sind eben die Worte Gottes gemeint, ja, die Nachricht über Gott, die wir haben, die gute Nachricht. Und Menschen, die das eben dann zertrampeln, die sich darüber lustig machen, die dann aggressiv werden, denen sollte man das Wort Gottes nicht zum Zertrampeln hinwerfen. Darf man eine Bluttransfusion annehmen, wenn man sonst sterben würde? Ja, das geht. Also wir haben da keine Probleme mit. Sowohl Blutspenden sind möglich, wie auch Bluttransfusionen sind auch möglich. Das ist okay. Wir sind nicht wie die Zeugen Jehovas da. Da gibt es kein Problem mit. Gelten die Gesetze des Alten Testamentes, wenn es darum geht, ob etwas rein oder unrein ist? Nein, das gilt nicht. Diese Gesetze, die sind rituelle Gesetze gewesen aus dem Alten Testament. Die haben weder theologische noch moralische Bestandteile. Und wir leben ja im Neuen Testament. Also nein, diese Gesetze gelten nicht. Aber ne, hier sind also zwei Beispiele angeführt, zum Beispiel eine Frau während der Periode oder zum Beispiel der Mann nach der Selbstbefriedigung. Und also die Periode ist ja keine Sünde, aber die Selbstbefriedigung ist ja eine Sünde. Und man ist dann unrein, nicht weil man mit irgendwelcher Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist, beziehungsweise ja, rein, unrein, falsches Vokabular, aber man ist schon, ja, man hat schon gesündigt und diese Sünde ist auf einem. Und das ist auch, sicherlich wird das eine gewisse Unreinheit empfunden. Was passiert, wenn nicht orthodox getaufte Menschen die Heilige Kommunion nehmen? Ja gut, die machen was Falsches, ja, das soll man nicht tun. Es ist jetzt nicht so, dass, ja, es kommt jetzt darauf an, wenn das aus Versehen passiert, ist vielleicht eine Sache, dann Gott sieht das nach, wenn jemand das eigen handelt und unwürdig die Kommunion empfängt. Also das könnte schon sein, wenn man weiß, es geht nicht und man eben aus Stolz oder falschen Überzeugungen dennoch zur Kommunion geht, dass Gott eben das, wie das in der Bibel steht, ja, viele werden von euch krank und sterben, weil sie unwürdig an dem Leib und dem Brot oder weil sie nicht die Leib und Brot Gottes unterscheiden. Deswegen sollte man das nicht tun. Welcher Hintergrund haben Bärte bei orthodoxen Gläubigen? Ja, biologische. Ich meine, der Bart wächst halt. Und nicht alle orthodoxen Gläubigen haben einen Bart. Nicht mal alle Priester haben einen Bart. Aber Priester haben schon öfters einen Bart. Und das gehört halt so zum Stil des Priesters dazu. Hat vielleicht auch einen Anklang an die Nazoräer im Alten Testament, die sich Gott gewidmet haben und ihren Bart nicht geschnitten haben. Dürfen Christen Tattoos machen? Ja, also sollte man eher nicht tun. Ich habe dazu auch ein Video, wenn ich das jetzt auf die Schnelle finde, poste ich das. So, ist unterwegs der Link. Als Schwangere darf man ja keinen Alkohol trinken. In der Kommunion ist aber Alkohol enthalten. Kann man dann die ganze Schwangerschaft und Stillzeit keine Kommunion empfangen? Also in der Kommunion ist ja ganz wenig Alkohol. Also ich meine, das ist ja ein ganz kleiner Löffel, auf dem halt ein ganzer Tropfen drauf ist.
Das ist jetzt ja nicht so, dass man da ein halbes Glas trinkt oder so. Also das ist natürlich so, dass man in der Schwangerschaft nicht Alkohol trinken sollte. Ich war schockiert, als ich vor kurzem eine Statistik gesehen habe, bei der, also ich weiß nicht mehr, das war irgendwie, als ob die Hälfte von schwangeren Frauen doch die Alkohol trinkt in der Schwangerschaft oder 20 oder 30%. Aber es war auf jeden Fall eine ganze Menge. Das hat mich total schockiert. Also ich dachte, habe das nie gedacht, dass eine schwangere Frau sowas riskieren und machen würde und Alkohol trinkt. Also ich hätte jetzt gedacht, okay, so Alkoholkranke machen das vielleicht. Aber da war wirklich eine Zahl, die hat mich überrumpelt. Da sollte man natürlich nicht tun. Aber wie gesagt, in der Kommunion ist also so wenig Alkohol, da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Können Sie auch einen Arzt befragen, wenn Sie da Angst haben. Aber das ist überhaupt kein Problem. Und alle orthodoxe schwangere Frauen machen das, gehen oft zur Kommunion und es ist also, ne, da passiert nichts. Wie geht man vor, wenn man gesündigt hat? Ja, dann sollte man zum einen sich seiner Sünde bewusst werden. Man sollte diese Sünde bereuen. Man sollte sich das Ziel setzen, nicht mehr zu sündigen. Und dann geht man zum Beichte und bittet Gott um Vergebung. Mir geht es gesundheitlich im Moment echt schlecht. Ich bete täglich um Genesung, aber seit einem Monat ist nichts passiert. Das kratzt ein bisschen an meinem Glauben. Was kann ich gegen sinnvolle Gedanken tun? Auf der einen Seite sollen wir ja zu Gott beten, auch um Gesundheit. Und wir vertrauen darauf, dass Gott uns liebt. Auf der anderen Seite, wir können von Gott nichts einfordern. Auch kein Wunder. Ja, so eine Heilung wäre ja ein Wunder. Und Gott macht manchmal Wunder, Gott heilt manchmal Menschen, weil wir darum bitten, beziehungsweise weil er das für gut hält. Aber wie gesagt, wir können ihn erstmal nicht zwingen. Und wir wissen ja auch nicht, warum wir krank sind. Ja, das ist wichtig, dass man, wenn man krank ist, sich fragt, wozu? Welche Lehren kann ich daraus ziehen? Auf welchen Weg kann mich das leiten? Ja, was ist der Grund dafür? Oder wie gesagt, ja, Grund. Oder zumindest, ja, was bringt mir das? Ja, welchen Nutzen kann ich daraus ziehen? Denn aus allem kann man einen Nutzen ziehen, auch aus einer Krankheit. Und manchmal sind ja Krankheiten dafür da, dass wir uns Gedanken machen um etwas, dass wir unser Leben ändern. Vielleicht ein Hinweis darauf, dass wir unser Leben nicht so führen, wie wir sollen. Vielleicht sind es Folgen der Sünden, aber auch nicht immer. Ja, also es heißt ja ganz klar, dass Krankheiten einfach eine Folge des Sündenfalls sein können und sind. Und deswegen wir auch nicht immer schuld sind an einer Krankheit. Man kann sich da vor Augen führen, Heilige sind auch krank geworden. Also Menschen, die ganz heilig gelebt haben, die dann als Heilige nach ihrem Tod heilig gesprochen wurden, von denen wir Ikonen haben, die sind manchmal krank geworden oder hatten auch schwere Schmerzen und sind an Krankheiten gestorben. Also ne, warum das ist, können wir nicht immer sagen. Aber es sollte auf jeden Fall nicht am Glauben zerren, ja, sondern unser Glaube soll uns eben Kraft geben, diese Krankheiten zu überwinden und beten Sie zu Gott, dass Gott Ihnen hilft und das Leiden zu ertragen, richtig zu ertragen, damit es für die Seele auch etwas Gutes ist und dass er Ihnen auch den Weg aufzeigt, den er für Sie hat. Ja, vielleicht ist es ein Weg der Gesundheit, vielleicht ist es ein anderer Weg, aber wichtig ist, dass man auf Gott vertraut, ja, dein Wille geschehe. Also selbst wenn wir für Genesung beten, dann sagen wir Gott, mach mich gesund, aber dein Wille geschehe. Das ist ganz wichtig, dass wir auf Gottes Willen vertrauen. Ist diese Bibelstelle, ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere da, wörtlich gemeint.
Ich denke schon, in gewissen Situationen ist das so. Ja, also die Beispiele haben wir auch bei Heiligen. Manchmal, also wenn man andere schützt, ja, also wenn jemand zu ihnen nach Hause kommt und sie bedroht und ihre Familie bedroht, ja, dann muss man sich natürlich verteidigen. Aber wenn man sich alleine, ob man sich alleine verteidigt, ob man das muss man immer überlegen, ja, denn nicht immer führt der Widerstand dem Bösen gegenüber dazu, dass es weniger Böses gibt. Was heißt im 1. Timotheus 2,12, einem Weibe aber gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie des Mannes Herr sei, sondern stille sei. Nee, also natürlich können wir nichts von Frauen lernen. Natürlich, wir können etwas von Frauen lernen und das ist in der Kirche auch üblich, dass Frauen beispielsweise in der Sonntagsschule unterrichten oder an einer theologischen Schule unterrichten können. Lehrer an normalen Schulen, an Universitäten sind, das ist alles so, ist auch kirchlich überhaupt kein Problem. Was hier gemeint ist, ist das Lehren in der Kirche, also das Predigen in der Kirche. Und ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr genau erinnern an die Erklärung dieser Stelle. Da muss man mal suchen, in welchem Kontext das aufgetaucht ist, beziehungsweise in welchem Kontext das steht, was für einen Grund es dafür gab. Aber wie gesagt, es bezieht sich eben auf das Predigen, weil in der Kirche sind ja Priester und Diakone und Bischöfe Männer. Das hat Christus so ausgewählt. Ja, das war ja seine Entscheidung gewesen. Und die Predigt, die gehört zum priesterlichen Amt. Deswegen predigen in der Kirche eben auch die Priester. Aber das hat nichts damit zu tun, dass man nichts von einer Frau lernen kann. Ganz im Gegenteil. Und ja, man muss sich auch hier vor Augen führen, unsere größte Heilige, die wir haben, ja, das ist ja die Jungfrau Maria. Das ist eine Frau. Also Christus ist Gott. Ja, er ist kein Mensch gewesen, er ist Gott. Aber die Jungfrau Maria ist eine Frau, eine Heilige. Und das ist die größte Heilige, wo wir sagen, die ist herrlicher als die Cherubim und unvergleichlicher als die Seraphim. Wir stellen sie sogar über die Engel. Das ist eine Frau. Und natürlich können wir von der Gottesmutter Maria eben viel lernen, auf jeden Fall. Und auch von vielen anderen Frauen, die heilig waren oder auch nicht heilig, aber auf ihrem Gebiet eben gut sind. Aber den Kontext, den habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich habe gehört, dass es bei Muslimen und Juden so ist, dass sie sich im Gesicht nicht rasieren dürfen. Ist das auch im Christentum so? Nein, also da gibt es keine Vorschriften. Gibt es Fürbitten an Heiligen im 1. und 2. Jahrhundert? Also Gebete an Heilige des 1. und 2. Jahrhunderts, die gibt es ja. Also an die meisten Heiligen gibt es Gebete. Genau, oder ist jetzt gemeint Gebete, die im 1. und 2. Jahrhundert geschrieben wurden? Da gibt es auch vieles, also große Teile der göttlichen Liturgie kommen von da. Ist eine Beziehung, die zu Ehe führt, erlaubt? Ja, also sexuelle Beziehung nicht, die ist nur in der Ehe erlaubt. Aber natürlich, eine Beziehung ist erlaubt, ja, sonst würden Leute ja nicht heiraten. Man muss schon eine Beziehung führen. Ist es erlaubt, Lieder zu hören, in denen geschwört oder beleidigt wird? Ich denke, das ist nicht so gut. Obwohl es ja heute so diese Einstellung gibt, man darf nicht fluchen, außer in Liedern. Ich denke, das ist eine schlechte Ausrede von ja, Rappern in erster Linie, aber auch anderen Musikern. Ich würde das nicht machen, denn man muss überhaupt aufpassen, welche Musik man hört, welche Filme man schaut. Denn das beeinflusst einen ja. Und wenn man schlechte Dinge schaut, schlechte Dinge hört, das hat man ja dann drin. Ja? Stell sich mal vor,
Sie haben gerade ein Lied gehört oder gestern ein Lied gehört mit Beleidigungen. Und dann stehen Sie in der Kirche und dann haben Sie das Lied auf einmal im Ohr. Und Sie gucken Jesus an und dann haben Sie auf eine Beleidigung im Kopf. Ja? Das kann ja leicht passieren. Überhaupt, dass es uns beeinflusst. Also was, was wir hören, was wir sehen, das beeinflusst uns. Das erzieht uns irgendwo. Daher wirklich gut aufpassen, welche Musik man hört. Kann man als Katholik auch gerettet werden? Ja, ich hoffe. Ich hoffe. Kann Niesen ein Zeichen Gottes sein? Tja, vielleicht in einem sehr speziellen Fall, ja, ich weiß es nicht. Ne? Da laufen zwei Gangster und schießen aufeinander und dann niest man und dann fliegt eben ein Geschoss einem über den Kopf und dadurch, dass man genießt hat und sich gebückt hat, ist man am Leben geblieben. Also vielleicht jetzt in diesem Kontext, aber ich denke normalerweise nicht. Wieso lehnen die Orthodoxen den Bischof von Rom ab? Nee, wir haben doch einen orthodoxen Bischof in Rom. Ignatius sagte, wo das Volk ist, da sei der Bischof. Und wo der Bischof ist, da ist Jesus Christus. Und wo Christus ist, ist die katholische Kirche. Ja? Nee, das hat der Christus ja nicht gesagt. Ne? Der hat ja nicht katholische Kirche gesagt, der hat ja Kirche gesagt. Das ist das Katholische, das haben sie ja schon hinzugefügt, selbstständig. Beziehungsweise, also ich weiß jetzt nicht, ob Ignatius das so geschrieben hat mit der katholischen Kirche, aber der hat ja dann katholische im Sinne des Glaubensbekenntnisses. Ja, wir Orthodoxen beten ja auch, ich glaube an die heilige katholische und apostolische Kirche. Gemeint ist die allumfassende Kirche Christi, gemeint ist ja nicht die römisch-katholische Kirche. Ja, da steht ja auch nicht die römisch-katholische, sondern die katholische Kirche. Und wir lehnen den ab, weil es theologische Unterschiede gibt zwischen dem Glauben des römisch-katholischen Bischofs in Rom und dem Glauben der orthodoxen Bischöfe und Gläubigen. Ich habe Probleme beim Schlafen. Ich streite mich immer mit mir selbst in Träumen und ich weiß nicht warum. Ich werde immer paranoider zu meinen Eltern und zu anderen Leuten. Was soll ich tun? Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich kann Ihnen ich kann dir jetzt aus den zwei, drei Sätzen, die du geschrieben hast, keine Diagnose stellen, was dein Problem ist und warum das passiert. Das kann ich nicht machen. Wenn du Zweifel hast und das hört sich ja so an, dann wende dich an jemanden deines Vertrauens. Ja? Vielleicht an die Eltern, wenn das mit den Eltern nicht so ist, vielleicht an einen Vertrauenslehrer, an einen Psychologen oder vielleicht sogar an einen Arzt. Und das Problem ist, es gibt verschiedene Gründe. Ja? Vielleicht ist es einfach eine Überspannung, eine Depression oder eine Pubertät. Ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist oder ich weiß nicht, was anderes. Ja? Vielleicht ist da überhaupt kein Problem drin. Vielleicht ist es eine psychologische Sache, dass du Prüfungsstress hast oder zu viel Druck oder sonst etwas oder irgendwelche Ängste wegen Dingen, die halt im Leben passiert sind. Aber das kann natürlich auch ein Anzeichen für eine psychische Erkrankung sein, wie zum Beispiel Schizophrenie. Und da ist halt wichtig, also das Problem bei Schizophrenen und vielen anderen psychischen Krankheiten ist, dass die Menschen sich selbst nicht als psychisch krank wahrnehmen. Und da braucht man eine Meinung von außen. Ja, und dann, wie gesagt, ne, zu jemandem des Vertrauens hingehen und die Situation mal beschreiben zu einem erfahrenen Menschen. Und dann kann man vielleicht auch einen Rat bekommen und der sagt vielleicht, hey, du hast einfach zu viel Stress oder du bist in der Pubertät und hast Stress mit deinen Eltern und das ist in Ordnung. Oder er sagt, ja, hör mal, das hört sich wirklich nicht so gut an. Wie gesagt, im Zweifelsfall lieber mal nachfragen. Man braucht ja jetzt keine Angst, dass man in die Klapse kommt oder so. Das ist ja in dem Zustand bist du ja nicht. Aber ja, lieber nachfragen.
Im Gebetbuch auf Wikipedia steht beim Vater unser, erlöse uns von dem Bösen. Priester, Doppelpunkt, denn dahin ist das Reich und so weiter. Warum steht da Priester und hat das einen Sinn oder soll ich das ignorieren? In der orthodoxen Kirche ist das üblich, dass man das Vaterunser betet nur bis zum Erlöse uns von dem Bösen. Also man betet Vater uns und so weiter und dann erlöse uns von dem Bösen und dann betet man irgendwas weiter. Ja, Ehre dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist oder sowas. Je nachdem, was halt im Gebetbuch steht. Und dieser Ausruf, denn dein ist das Königtum, die Kraft und die Herrlichkeit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und immer da und in die Ewigkeit, Amen. Den macht bei uns normalerweise nur der Priester. Ne? Und das unterstreicht eben die Verbindung zwischen dem Volk und dem Priester. Das Volk sagt den einen Teil des Vaterunsers, der Priester ergänzt es. Dieses den Dein, das hört man meistens in der Kirche. Und dann gibt es ja die Version, die in der Bibel selbst steht. Wie gesagt, normalerweise beten orthodoxe Menschen diese Endung nicht, aber wenn man will, kann man das auch beten. Also nicht dieses, was bei Wikipedia steht, sondern das, was im Evangelium steht. Da ist eine kürzere Formel. Aber man kann es auch einfach bis zum denn dein ist das Königtum, bis erlöse uns von dem Bösen beten. Ne? Und, ja, der Rest dann in der Kirche. Wie soll ich mit meiner Familie umgehen, welche mich wegen meinem Glauben nicht richtig unterstützt? Sie fragen mich, warum ich an so eine unsinnige Lüge glaube. Ja gut, also jetzt grob gesagt, die Familie muss ja auch nicht etwas tun. Ja, also niemand muss in der Familie etwas tun. Wir tun etwas, wenn wir es möchten. Und wenn ihre Familie halt nicht gläubig ist, dann muss sie auch sie nicht unterstützen. Ja, genauso umgekehrt könnte man sagen, ja, ich bin gläubig und ich habe jemanden, der Atheist ist und ich werde ihn in seinem Atheistsein ja auch nicht unterstützen. Am besten aber sollte man gewisse Grenzen ziehen und sagen, hey, okay, ihr glaubt daran nicht, ich glaube daran. Wenn ihr wollt, kann ich euch versuchen, das zu erklären, wenn ihr wirklich interessiert seid. Wenn ihr aber schon eure Meinung habt und euch nicht überzeugen lassen wollt, sage ich jetzt mal, dann lassen wir das besser, weil ich will mich auch nicht überzeugen lassen. Und jeder geht seinen eigenen Weg. Ja, ich gehe meinen gläubigen Weg, ich gehe in die Kirche, ich bete. Ich zwinge euch nicht dazu und ihr geht nicht in die Kirche und ihr betet nicht und zwingt mich bitte auch nicht dazu, das zu machen, was ihr macht oder nicht macht. Wenn man stirbt, bevor man stirbt, stirbt man dann nicht, wenn man stirbt. Genau, dann ist man ja schon tot. Und zwar gemeint damit ist, also als das ist ja diese Stelle, als ein Mann zu Christus kommt und sagt, ich will dir nachfolgen. Und Christus sagt zu ihm, folge mir nach. Und der Mann sagt, ich lass mich aber erstmal meinen Vater begraben gehen. Also der Vater ist gestorben und er will ihn begraben. Und dann sagt Christus, lass die Toten ihre Toten begraben. Und gemeint ist also mit diesem Toten, die Toten begraben sollen, das sind Menschen gemeint, die geistlich tot sind, die eben durch Sünden, durch Leidenschaften, durch Unglauben keine lebendige Seele haben. Und wir haben in der Kirche tatsächlich diese Vorstellung davon, dass ein Mensch geistlich tot sein kann, schon während er lebt. Und wenn er dann stirbt, ist er schon geistlich tot. Sein Körper stirbt auch dann, aber seine Seele war tot und bleibt tot. Und andersrum, ein Mensch, der geistlich lebendig ist, wenn er stirbt, dann bleibt er lebendig. Mir fällt es schwer, meine Gedanken auf russischen Worte auszudrücken. Ich beherrsche die Sprache nicht gut. Das hindert mich immer mehr, zur Beichte zu gehen. Haben Sie vielleicht einen Ratschlag? Ja gut, also die Beichte ist ja zum einen in erster Linie, dass man seine Sünden bekennt. Ja, ich habe gelogen, ich habe gestohlen, ich bin am Sonntag nicht in die Kirche gegangen, ich war neidisch, ich war eifersüchtig. Und diese Stichwortliste kann man sich ja erstellen, bevor man zur Beichte geht. Das sind bestimmt nicht viele Wörter, die man dazu kennen muss.
Oft werden die sich auch wiederholen. Das heißt, wenn Sie da ein paar nicht kennen, dann können Sie das relativ schnell lernen. Und diese Wörter, dann, die sagt man dann. Man muss ja bei der Beichte jetzt nicht ganz lange reden, ja, sondern man kann ja einfach nur die Sünden bekennen. Und das geht, ich denke, auch auf Russisch ganz gut. Auch wenn man das nicht so gut kann. Wenn es jetzt um ein Beichtgespräch geht, wenn Sie einen Ratschlag haben möchten, dann müssen Sie sich halt einen Priester suchen, der Deutsch kann. Ansonsten, ja, ist ja wiederum die Frage, ob Ihr Priester denn nicht Deutsch spricht. Also ich spreche ja Deutsch, bei mir kann man zum Beispiel auf Deutsch, auf Russisch oder auf Englisch beichten. Wir haben eine Frau hier, die ist, ich glaube, sie ist Rumänin oder Bulgarin. Und sie spricht kein Deutsch und kein Russisch und die beichtet auf Englisch. Ich verstehe fast alles, nicht immer alles. Ja. Ich versuche ihr was zu sagen. Sie versteht vielleicht auch, also ich kann vielleicht nicht alles sagen, was ich sagen möchte. Aber dennoch, also die Situation ist so, wie sie ist und wir machen das Beste daraus. Wie handhaben Sie eigentlich das Schisma zwischen griechischer und russischer Kirche? Geben Sie einem Griechen, der orthodox ist, die Kommunion? Ich sage es mal so, wenn ein Grieche zumindest in die Kirche kommt, beichtet und die Kommunion empfängt, dann ist er ja schon mal russisch-orthodox. Orthodox ist man ja nicht, je nachdem, was für eine Nationalität man hat, ja, sondern zu welcher Kirche man gehört. Und man gehört zu der Kirche, wie wir eben besprochen haben, wo man zur Kommunion geht. Wie stehen Sie zu Herr Marie Emanuel? Kenne ich nicht. Was ist, wenn man nichts mehr fühlt beim Beten oder generell beim Glauben? Ja, Gefühle sind so eine Sache. Ja, also man fühlt ja nicht immer etwas. Wenn zwei Menschen anfangen, sich zu treffen, Mann und Frau, eine Beziehung aufbauen, dann sind die Gefühle oft sehr, ja, sehr feurig. Und jede Berührung, jeder Kontakt wird dann sehr emotional aufgenommen. Das ist ja nicht so bei Menschen, die jetzt 30 Jahre zusammen sind. Ja, wenn die einander sehen, wie der andere halt um die Ecke kommt, das ist ja nicht das gleiche Gefühl, was man hatte vor 30 Jahren. Aber das ist ja trotzdem Liebe und diese Liebe, die ist viel, viel tiefer und größer als die Liebe von jungen Menschen. Aber es kann halt sein, dass man nicht jeden Moment da irgendwelche Gefühle verspürt. Man gewöhnt sich ja auch irgendwo an etwas. Ja, ich sage jetzt mal, wenn ich eine Kleidung anziehe, dann fühle ich diese Kleidung erstmal in dem Moment, wo ich sie angezogen habe. Aber nach einer Zeit ist dieses Gefühl dann nicht mehr da. Dann ist es einfach der Ist-Zustand. Aber es heißt ja nicht, dass ich diese Kleidung los bin. Und ähnlich ist es auch im Glauben. Also zu glauben heißt nicht, irgendwas zu fühlen. Ja, zu glauben heißt, daran zu glauben, dass Gott da ist und die Werke des Herrn zu tun. Und ja, mit dem zu Gott zu beten, mit ihm zu sprechen. Und das muss nicht immer mit Gefühlen verbunden sein. Manchmal entstehen da Gefühle, aber das ist kein Muss. Und man sollte trotzdem weitermachen. Ja, manchmal gibt es so Zeiten, wo man halt einfach kämpfen muss, sich durchkämpfen muss. Und auch beten, obwohl man jetzt keinen Spaß dran hat. Ja, das ist manchmal so. Man kann ja nicht immer nur dann etwas tun, wenn es einem gefällt und Spaß macht. Ja, manchmal muss man sich auch überwinden. Was zieht der Priester wann an Farben? Ich glaube, bei Orthopädie gibt es einen Katalog von Farben, die Priester anziehen, verschiedene. Das kommt auf das Fest an. Beispielsweise zu Märtyrern, zieht man rot an, die Farbe von Blut. Zu Herrenfesten zieht man weiß an, die Farbe des göttlichen Lichtes. Zu Pfingsten zieht man grün an. Das ist ja das Fest des Heiligen Geistes, der Lebensspender, Lebenbringer ist, dann sieht man eben grün an, die Farbe des Lebens und so weiter. Da gibt es eine Tabelle bei Orthopädia. Ich
Ich habe etwas länger Probleme mit meiner Psyche und bin vor 2 Monaten an Diabetes erkrankt. Leider habe ich dadurch meinen Bezug zu Gott verloren und fühle mich ungeliebt. Was kann ich tun? Also auf jeden Fall sollten Sie sich langsam aufrichten, was Ihr geistliches Leben angeht, und zu Gott gehen. Natürlich ist eine Erkrankung, also gerade so eine einschneidende und unheilbare Erkrankung wie Diabetes, ein Schock, und es ist eine Krise, die man erlebt. Ja? Man muss sein Leben ganz neu ausrichten, sowohl in der Praxis, in der alltäglichen Praxis, wie auch in seinem Bewusstsein. Ja? Man hat ja früher vielleicht gelebt mit dem Verständnis, ja, ich bin gesund und das bleibt immer so, und dann wird man auf einmal mit Krankheiten konfrontiert. Und auch da muss man einen Bezug zu Gott finden, beziehungsweise wiederfinden. Ja, eine Krise, das Wort Krise bedeutet ja, Moment, bedeutet ja, ich glaube, Wendepunkt. Entscheidung, ja, Krisis, altgriechischen. Eine Entscheidung. Also es ist auf jeden Fall, ein Wendepunkt, eine Krise. Und wenn man sich an einem Wendepunkt befindet, muss man oft ja sein Leben anders richten und neu definieren, seine Werte neu definieren, sein Verständnis neu definieren. Dass sie eben da von Gott abgekommen sind in dem Moment, das kann sein, weil es halt etwas ganz Neues ist, und sie müssen aber trotzdem ihren Weg zu Gott finden. Und Christus hat auch gelitten. Ja, Christus hat das ganze Leben mit seinen ganzen Leiden auf sich genommen. Er ist jemand, der uns alles vorgemacht hat, beziehungsweise der alles durchgemacht hat. Und er weiß unsere Nöte, er weiß unsere Probleme, und wir müssen ihm, wenn wir ihm folgen, dann folgen wir nicht jemandem, der nur Theorie predigt, sondern wir folgen jemandem, der wusste, wie es ist zu leiden. Ja. Ja, leider ist es so, dass das Leiden zu unserem Leben gehört. Krankheiten und Tod, das ist alles durch die Sünde gekommen. Und in der Bibel steht nirgendwo, dass wir ewig leben werden hier auf dieser Welt und dass wir gesund sein werden und dass wir reich sein werden oder so. Ja, in der Bibel steht, dass wir im himmlischen Königtum Glück haben werden und Liebe haben werden und so weiter. Ja, da wird es keine Krankheiten geben, aber hier ist das leider nicht der Fall. Und versuchen Sie eben, wie gesagt, Ihr Leben neu auf Gott auszurichten. Ist die Eucharistie heilsnotwendig? Ja, das steht ja in der Bibel. Wer mein Blut trinkt und wer mein Leib isst, der wird ewiges Leben haben. Können Dämonen auch die Kirche betreten? Sind sie auch in der Kirche, wenn wir beten? Tja, weiß ich jetzt nicht. Also man müsste mal Heiligenleben lesen, ob das möglich ist. Das weiß ich nicht. Hallo Vater Alexei, warum haben Sie das Video über den Patriarchen Kyrill gelöscht? Der Gottesdienst im TV war interessant anzusehen, Sie haben gut gepredigt. Ja, danke für das Lob, und ja, ich hoffe, dass wir durch den Gottesdienst Menschen erreichen konnten. Was das Video über den Patriarchen angeht, ich habe das vor über einem Jahr gepostet, und das, was ich dort gesagt habe, ist einfach nicht mehr aktuell. Deswegen ist das jetzt weg. Wie sehen Sie die Chancen für eine weitere Annäherung zwischen der orthodoxen und katholischen Kirche? Ja, also wahrscheinlich wird es bald noch nichts werden, aber wie es kürzlich im Evangelium hieß am Sonntag, was für die Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. Wir sollten auf jeden Fall zu Gott beten und Gott vertrauen, dass er seine Kirche wieder vereint. Oder dass er die Kirche vereint, dass er ja je nachdem. Jetzt nagelt mich nicht an Worten fest. Jedenfalls ja, hoffe ich, dass es irgendwann wieder kommt. Also es war mir, viele haben ja gesagt, dass die Trennung zwischen der katholischen und orthodoxen Kirche das, ja, die größte Tragödie war in der
Geschichte des Christentums ist es ja auch gewesen. Wie wird man Pfarrer, beziehungsweise braucht man einen Schulabschluss, um ein Pfarrer zu werden? Also in der russisch-orthodoxen Kirche muss man Theologie studiert haben und am Priesterseminar, also wenn man in Russland studiert, reicht, glaube ich, schon, wenn man Realschulabschluss hat. Vielleicht ist es in anderen Kirchen anders. Aber ich denke schon, dass man einen Schulabschluss machen sollte, denn man wird ja als Priester, hat man ja Kontakt mit ganz verschiedenen Menschen. Ja, man hat Kontakt mit Menschen, die keine Schulbildung haben. Hat Kontakt mit Menschen, die eben die Hauptschule abgeschlossen haben und nur eine Ausbildung haben. Aber man hat auch Kontakt mit Menschen, die eben ihr Abitur gemacht haben und die studiert haben oder die zwei Mal studiert haben und mit Professoren und Doktoren und so weiter. Ja. Man hat mit ganz verschiedenen Menschen Kontakt. Und ich denke, es ist schon so, dass ein gewisses Grad an Bildung da ist, damit man einfach auch andere Menschen versteht und mit denen sprechen kann. Ich habe aber auf meinem Kanal mehrere Videos dazu, wie man orthodoxer Priester wird. Ich glaube, das sind 3 oder 4 Videos. Ich kann ja eins schon mal kurz posten und die anderen kannst du ja selbst suchen. So. Genau, der Link ist unterwegs. Was ist das Beste, was man tun kann, wenn man sich leer fühlt? Ich weiß, beten, Bibel lesen, all diese Dinge helfen einem. Aber was ist Ihr Rat? Ja, gut, das, es kommt darauf an, warum man sich leer fühlt. Ne? Das sollte man sich fragen, wo diese Leere herkommt. Manchmal fühlt man sich leer, weil man sehr viel gegeben hat. Also das nennt sich ja Burnout. Davon sind vor allem Menschen betroffen, die mit anderen Menschen arbeiten, beispielsweise Lehrer, Ärzte, Anwälte, Priester auch und so weiter. Ja, also Menschen, die sich eben anderen Menschen geben. Und wenn man eben immer nur gibt, aber emotional nichts zurückbekommt oder wenig zurückbekommt, dann kann das zu einem Burnout führen. Das ist ja auch der Sinn von Burnout, ja, dass man eben emotional mehr gibt, als man bekommt. Das kann aber anders sein, dass man eine Sucht hat und oder keine Hobbys hat, keine Interessen hat und deswegen leer ist. Ja? Oder eben, dass man wegen einer Sünde leer ist. Das muss man untersuchen, wo das herkommt. Ja, wie gesagt, ob Protestanten errettet werden können, das alles, all das entscheidet Gott. Sind für ein Theologiestudium Sprachen wie Latein, Griechisch und Hebräisch sehr wichtig oder reichen nur die Grundlagen der Sprachen? Ich denke, das ist nicht unbedingt sehr wichtig. Also natürlich, wenn man jetzt Wissenschaftler werden möchte, dann muss man Altgriechisch können und Althebräisch können, um die Bibel zu lesen im Original und die Heiligen Väter im Original zu lesen. Aber für einen normalen Priester ist das kaum notwendig. Also ich sage mal, ich habe am Priesterseminar Altgriechisch gelernt und Latein gelernt und naja, ich habe es nicht wirklich irgendwann gebraucht in meinem Leben als Priester danach. Ich habe, glaube ich, auch alles vergessen. Es ist schon gut, alte Sprachen zu lernen, denn dadurch entwickelt sich unser Gehirn, ne? Es entstehen neue Verbindungen und man lernt analytisches Denken und man lernt systematisches Denken dadurch, dass man Sprachen lernt. Das ist sicherlich, hoffe ich, nicht einfach so umsonst gewesen. Aber ich denke, die Grundlagen reichen da, wenn man, wie gesagt, nicht irgendwie wissenschaftlich sich betätigen möchte. Was sagen Sie dazu, denn in den Kirchen bedecken die Kopftücher oft nicht die Haare und alle Frauen sollen ihre Köpfe mit einem durchsichtigen Tuch bedecken, Hyperlit von Rom. Ja, das war halt die
Ja, das waren halt die Traditionen von damals. Das war so, wie sich die Menschen damals gekleidet haben. Da gibt es ja auch ein schönes Beispiel mit Hosen und Röcken. Ja, also wenn heute man, welche Kleidung sollte ein Mann tragen? Ja, sollte Hosen tragen. Und, eine Frau sollte vielleicht einen Rock tragen. Also so ganz, wenn man das so ganz klassisch nimmt. Aber wenn man dann zurückgeht in der Zeit von Christus, da hatten eben Frauen eher solche hosenartigen Kleidungsstücke getragen und Männer sind in langen Tunikas rumgegangen, die wir heute als Kleid werden würden. Und diese Tradition, die ändern sich eben. Das hat, also das mit dem Kopftuch hat auch eine theologische Bedeutung. Aber es ist kein moralisches Dogma. Darf ich generell die Kommunion nicht einnehmen, wenn ich eine Beziehung habe? Also wenn das, wie gesagt, wenn Sie schlafen mit einer Frau oder eine Frau mit einem Mann schläft, ohne verheiratet zu sein, dann kann man nicht zur Kommunion gehen, bis man geheiratet hat. Ja, denn man lebt in dem Moment in einer Todsünde. Man sündigt ja immer wieder. Wenn man jetzt einmal gefallen ist oder wenn man eben eine Beziehung geführt hat und dann nicht, die nicht mehr führt oder auf den Sex verzichtet, dann nach einigen Monaten der Buße kann man dann wieder zur Kommunion zugelassen werden. Aber wenn man eben noch nicht verheiratet ist und miteinander schläft, ne, da muss man sich von der Kommunion enthalten und ja, wenn es zur Ehe führt, dann soll man halt heiraten. Ja, das ist das kann man machen, das soll man machen. Ist es eine Sünde, in Tagträume zu verfallen? Also ja, also eine Tugend ist es auf jeden Fall nicht. Man sollte schon vielleicht planen etwas, aber ja. Kurze Info, bitte keine neuen Fragen mehr, denn ja, ich versuche jetzt noch ein paar Fragen zu beantworten, aber dann ist auch der Stream zu Ende. Auf was für eine Art kann man die Heilige Trinität als drei Personen biblisch darstellen? Habe nämlich schon orthodoxe Ikonen gesehen, wo der Vater älter aussieht als der Sohn. Nee, also diese Ikonen darf man nicht haben und darf man nicht malen. Die hat man irgendwann angefangen zu malen, aber das ist theologisch völlig falsch und von der Kirche verboten. Die einzige Art, wie wir die Heilige Dreiheit symbolisch darstellen, sind die drei Engel, die Gastfreundschaft von Abraham, als Gott Abraham in der Form von drei Engeln erschienen ist. Ne? Dazu habe ich übrigens auch ein Video vor kurzem gemacht, die Heilige Dreiheit in der Bibel oder so heißt das. Ich danke Ihnen vom ganzen Herzen für Ihre Arbeit. Sie helfen mir so unglaublich viel bei dem Weg zu Gott und dem orthodoxen Glauben zu finden. Gott segne Sie. Ja, vielen Dank. Bitte beten Sie für mich. Es freut mich, wenn ich helfen kann. Ich war jetzt den größten Teil meines Lebens atheistisch und für mich ist das vieles neu. Mein Ziel ist, in die orthodoxe Kirche aufgenommen zu werden. Wie soll ich vorgehen? Ja, also am besten gehen Sie erstmal in eine orthodoxe Kirche, suchen sich eine Gemeinde, fangen an, die Gottesdienste zu besuchen, lernen den Priester kennen, stellen sich vor und ja, dann kann er eben sagen, wie es weitergeht. Wichtig ist, dass Sie eben mit der Zeit die Evangelien lesen, den Glauben kennenlernen. Ja, aber da wird Sie bestimmt der Priester vor Ort auch unterstützen. Ich habe außerdem ein Video, das heißt, wie wird man orthodoxer Christ? Dann können Sie sich anschauen, da sind auch noch mal ein paar Details. Können Sie ein Kloster in Russland empfehlen? Da kenne ich mich nicht so aus, ehrlich gesagt. Also es gibt natürlich in Russland ganz viele Klöster, aber ich kann, also da ich dort nicht in Klöstern war, also nicht gelebt habe dort in Klöstern, kann ich da auch leider keines empfehlen. Da muss man vielleicht ein bisschen reisen, verschiedene Klöster sich anschauen und gucken, wo die Seele dann hängen bleibt. Was die Erzengel sind. Ja, die sind halt Engel. Ja, es gibt verschiedene Arten von Engeln, neun Arten von Engeln. Also wie es verschiedene Geschöpfe gibt, so gibt es eben
verschiedene Arten von Engeln und die Erzengel ist eben eine Art Engel. Sind sie Russe? Zum Teil. Ne? Ich habe mehrere verschiedene Nationalitäten als Vorfahren, aber auch russische, ja. Aber ich bin deutscher Staatsbürger. Ne? Zwar nicht von Geburt an, wie Paulus. Ne? Paulus pocht ja darauf, der sagt, ich bin Römer und zwar von Geburt an. Ne? Also ich bin leider von Geburt an nicht Deutscher. Oder ja, was heißt leider, ist halt so. Aber jetzt habe ich die deutsche Staatsbürgerschaft und bin stolz drauf. Ist es eine Sünde als orthodoxe Frau, einen muslimischen Mann zu heiraten? Ja, das ist ganz problematisch. Ne? Wie wollen Sie Ihre Kinder erziehen? Ne? Sollen die Kinder in die Kirche gehen oder in die Moschee gehen? Lesen Sie abends mit den Kindern die Bibel oder den Koran? Das ist ganz schwierig, ja. Und dann auch, wenn Sie verheiratet sind, wie sieht Ihr religiöses Leben aus, ja? Fasten Sie Mittwoch und Freitag, lässt Sie Ihr Mann dann in die Kirche gehen? Ja, jetzt sagt er vielleicht ja und dann später entscheidet er sich anders. Also das ist ganz schwierig. Dazu habe ich aber auch ein Video, das heißt, darf man Andersgläubige heiraten? Wieso ist der Geschlechtsverkehr vor der Ehe verboten? Aber Adam und Eva haben wahrscheinlich doch auch nicht geheiratet. Ja, warum nicht? Ja, vielleicht haben die doch geheiratet. Also ich meine, die waren ja ein Paar und von Gott gesegnet. Ja, Gott hat sie selbst füreinander geschaffen. Und wieso das so ist, da habe ich auch einige Videos. Also schau in meinem Kanal nach. Auf YouTube, da gibt es einige Videos dazu, was die verschiedenen, also es gibt viele verschiedene Gründe. Schau dir die Videos an. Muss man sich vorher anmelden, Teil Ihrer Gemeinde zu sein, orthodox zu sein, um an der Agape von Ihrer Gemeinde teilzunehmen? Also zum Gottesdienst kann man ohne Anmeldung kommen. Jeder kann das machen. Aber also Agape, ich meine, wenn Sie jetzt meinen, das Abendmahl, dann kann man nur als orthodoxer Christ am Abendmahl teilhaben. Und wenn Sie als Agape meinen, das Mittagessen nach dem Gottesdienst, da kann, also zumindest bei uns in Krefeld, jeder mitmachen. Wie steht das Christentum zum Islam? Ja gut, wir glauben daran, dass das orthodoxe Christentum der wahre Glaube ist, der von Gott eben kommt und die wahre Lehre der Kirche ist. Und dann gibt es eben andere Religionen, unter anderem den Islam, wo wir eben der Meinung sind, der ja, lebt nicht so, wie es bei uns üblich ist, nicht nach der Bibel. Und entsprechend auch, ja, wenn wir uns selbst für die wahre Religion halten, halten wir den Islam nicht für die wahre Religion. Warum gibt es in der Orthodoxie nur 7 ökumenische Konzilien und nicht mehr? Ja, da wurde halt alles Wichtige ausdiskutiert schon. Warum sagen viele, dass die katholische Kirche vom Teufel ist? Weiß ich nicht. Also Menschen sagen verschiedene Dinge. Müssen Sie die Leute fragen, die das sagen, warum die das tun. Heiliger Irenäus, was meint der Heilige Irenäus damit, dass jede Kirche mit Rom übereinstimmen muss? Ja, das waren ja ganz andere Zeiten beim Heiligen Irenäus. Ja, da war ja nur die Kirche noch eins. Das kann man nicht zu der heutigen Zeit anwenden. Da gab es ja noch kein Schisma, keine Trennung. Guten Tag, Vater Alexei. Was sollte man tun, wenn einen die eigenen Eltern einen runtermachen beziehungsweise über einen lustig machen, weil man nun religiös geworden ist? Ja, das passiert also auch nicht bei Eltern. Manchmal passiert das bei Eheleuten. Ja, der Ehemann oder die Ehefrau wird religiös und der andere macht sich lustig. Das ist natürlich nicht richtig, ja, denn wir leben in einer Welt, in der es eine Religionsfreiheit gibt und jeder Mensch sollte die Wahl haben,
zu glauben oder nicht zu glauben und seine Religion zu praktizieren. Und da sollten Eltern auch entsprechend Respekt vor haben und auch vor dem eigenen Entscheidung Respekt haben. Und da sollte man also durchaus auf die Eltern mal in einer ruhigen Atmosphäre zureden und sagen, okay, ihr glaubt selbst nicht, ihr findet das vielleicht nicht gut, dass ich in die Kirche gehe und glaube und bete, aber das ist meine Entscheidung, das ist mein Leben. Ich bin erwachsen, ich werde erwachsen und ich möchte euch bitten, das zu akzeptieren, denn wenn ihr nicht das akzeptiert, was ich mache und wenn ihr nicht wenn ihr euch lustig macht darüber, was für mich wichtig ist, dann macht ihr euch über mich lustig. Und das tut mir sehr weh, denn ich liebe euch. Und wenn Menschen, die mir wichtig sind, sich über mich lustig machen, über das, was mir sehr wichtig ist, dann kann ich das überhaupt nicht einordnen. Dann ist es sehr schmerzhaft. In Ihrem Video zum Priesterseminar sagten Sie ja, dass man nur den Realschulabschluss braucht. Denken Sie, es wäre besser, 2 Jahre länger die Schule zu machen, um eine Sicherheit zu haben, oder diese 2 Jahre ins Kloster gehen sollte? Ja, das kommt auf die Situation an. Ja, das kann man nicht einheitlich sagen. Meine Meinung ist, dass man nicht sicher gehen sollte, sondern dass man, wenn man sich fürs Priestertum entschieden hat, auch Priester sein sollte und nicht irgendwas anderes. Aber ja, wenn man jetzt 2 Jahre mehr lernt, ist auch gut. Wenn man ins Kloster geht, ist noch besser. Also es kommt immer auf die Situation an. Die Kirche zu Tattoos, also dazu gibt es ein Video von mir, das hatte ich, glaube ich, auch vor kurzem gepostet. Tätowierungen aus orthodoxer Sicht. Was sollte man tun, wenn man nicht weiß, wie man Gott im Gebet preist? Bücher übers Gebet lesen. Es gibt orthodoxe Heilige und Priester, die Bücher übers Gebet geschrieben haben. Die können Sie lesen. Wie vergibt man Toten? Die Vergebung, die passiert ja im Inneren. Das ist ja nicht etwas Äußeres, ja. Ich kann sagen, ich vergebe dir, aber im Inneren habe ich nicht vergeben. Und umgekehrt, ich kann nichts sagen, aber ich habe vergeben. Also man muss innerlich vergeben. Ja, Vergebung ist etwas, was im Herzen passiert. Und wenn man noch Wut hat auf den Menschen, der verstorben ist, dann sollte man ja zu Gott beten, dass Gott einem hilft, zu vergeben. Man sollte eben versuchen, ja, mit diesem Menschen innerlich Frieden zu schließen. Und ich habe auch ein paar Videos zur Vergebung, wie man vergeben kann und soll. Und das kann man auch alles anwenden, egal ob das ein Lebender oder ein Toter ist. Wie oft beten Sie, wenn Sie diese Frage beantworten wollen? Ich zähle das nicht. Ja, ich spreche immer wieder Gebete. Wie gesagt, ne, morgens und abends, vor und nach dem Essen. Wenn ich irgendeine Sache mache, manchmal einfach zwischendurch, manchmal beim Autofahren oder sonst irgendwie, Herr Jesus Christus, erbarm dich meiner der Sünders. Ich habe das jetzt nie gestoppt und nie gezählt. Ich bete zu wenig, also das ist so, das ist leider so und ich würde gerne mehr beten, aber ja, also wenn es darum geht, sich ein Vorbild fürs Gebet zu suchen, dann gibt es bessere Beispiele als mich, aber es gibt ja viele gute Priester oder Mönche, die eben, oder auch Laien, die uns im Gebet ein Beispiel sind. Können Sie bitte noch einen Segen aussprechen oder ein Gebet zur Beendigung des Ukraine-Krieges und für Frieden auf der Welt beten zum Abschluss? Ja, also wir beten ja auch bei jeder Liturgie für den Frieden und für die Menschen in der Ukraine, für die Menschen, die leiden. Der Herr möge diesen Krieg so schnell wie möglich beenden und allen Menschen Trost geben und Frieden geben und Liebe zueinander. Darf ich als Orthodoxer predigen und lehren von Heretikern, wie zum Beispiel Nestorianern, schauen und folgen? Wir haben keine Verbote in der orthodoxen Kirche, irgendwas zu lesen. Also man darf auch den Koran lesen beispielsweise. Die andere Sache ist, ob man das muss, soll, also was, welche Vorteile man davon hat, wenn man das tut. Ja, also oft hat man davon keine Vorteile. Wenn man jetzt so Studienzwecken macht, aber folgen sollte man diesen Irrlehren natürlich nicht, ne? Also wenn das halt Heretiker sind oder Leute vom anderen Glauben, da sollte man dem natürlich nicht folgen.
In der letzten Zeit gibt es immer mehr Konzerte von berühmten Künstlern, die von vielen wie satanische Rituale empfunden bzw. gesehen werden. Denken Sie, so etwas ist möglich? Sollte man lieber fernbleiben? Ja gut, wenn, wenn der da oder die irgendwas Satanisches oder Schlechtes singt oder macht, dann sollte man da natürlich nicht hingehen. Ob das jetzt wirklich ein Ritual ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber wenn es etwas Schlechtes ist, dann ist genauso wie bei der Frage mit der Musik, die eben kam. Dürfen Sie theoretisch in einer griechisch-orthodoxen Kirche eine Liturgie feiern? Also theoretisch kann ich das schon, natürlich. Ich habe das auch früher gemacht, vor diesem Streit zwischen Moskau und Konstantinopel. Was unterscheidet Pfarrer und Priester in der orthodoxen Kirche? Welche Aufgaben hat der Pfarrer und welche Aufgaben hat der Priester? Der Priester, das ist die Weihe. Also man wird zum Priester geweiht. Genau, und der Priester, der hat halt die Gnade, die Liturgie zu zelebrieren, die Beichte zu hören, zu taufen, zu segnen und so weiter. Und der Pfarrer, das ist im streng genommen der Vorsteher einer Gemeinde. Ja? Das heißt also, wenn in einer Gemeinde 5 Priester sind, dann ist eben der eine Priester, der Vorsteher dieser Gemeinde, er ist nicht nur Priester, sondern auch der Pfarrer. Unterstützen Sie die Meinung, die Segnung des Krieges von Kyrill? Nein. Vater, wo bzw. wie kann man Ikonen kaufen? Am besten in einer orthodoxen Kirche. Oder im Internet bestellen, aber in den meisten orthodoxen Kirchen werden Ikonen verkauft. So, von der orientalischen orthodoxen Kirche ist eine schöne Kirche. Wie lerne ich richtig beten? Ja, Praxis und Anleitung von einem geistlichen Vater und Lesen von Büchern von heiligen Vätern, wie man betet. Hören Sie bitte niemals auf, die orthodoxe Community in Deutschland braucht sie und Deutschland braucht die orthodoxe Kirche. Ja gut, ob ich weitermachen kann, das entscheidet natürlich in erster Linie der Herr Gott, wenn er mir Kraft und Zeit und so weiter gibt. Dann tue ich mein Bestes und ich hoffe auch, aber ja, es gibt keine unersetzlichen Menschen. Wenn ich nicht da bin, dann ist jemand anders da. Ich bin nur ein Diener Gottes. Hallo, ich bin evangelisch und will zum russischen Orthodoxen werden. Ich habe eine rumänische Kirche in der Nähe und russische orthodoxe Kirche wäre weit weg. Und welche bin ich besser aufgehoben? Russisch-orthodox und rumänisch-orthodox, das ist beides orthodox. Ja? Also wenn Sie orthodox werden, ist es egal, ob Sie russisch, griechisch, rumänisch oder georgisch-orthodox werden. Ja? Sie werden orthodox und Sie können dann auch in jede orthodoxe Kirche hingehen und die Kommunion empfangen. Wenn die rumänische Kirche näher dran ist, dann ist es völlig okay. Ja, da können Sie dahin. Können Sie erklären, wie und ab wann frühestens sich die Kirchenväter für die Verehrung der Ikonen eingesetzt haben und sich quasi von dem jüdischen Verständnis nach das Bibelverbot Mose ändern? Also nach der Überlieferung, an die wir ja glauben, hat schon der Apostel Lukas die ersten Ikonen gemalt und wir haben ja das Turiner Grabtuch beispielsweise, also Abbildungen von Christus, die schon zu Lebzeiten von Christus entstanden sind. Deswegen ist es von Anfang an so gewesen. Und es ist ja keine Abwendung vom Bibelverbot, vom Bilderverbot Mose. Ne, das wurde nicht geändert. Das Bilderverbot Mose gilt immer noch. Wir dürfen nicht Gott Vater abbilden. Wir dürfen nicht das abbilden, was auf im Himmel ist. Aber Jesus Christus ist uns erschienen. Gott wollte sich uns zeigen. Und wir bilden nur das ab, was Gott uns gezeigt hat. Wir hätten also damals, wenn wir Fotokameras hätten, dann hätten wir damals Fotos von Christus machen können. Das ist das, was Gott uns zeigen wollte.
war sie auch schockiert, als auf dem evangelischen Kirchentag in Nürnberg die Abschlusspredigt Gott verhöhnte. Mir haben die Worte gefehlt, als ich das sah. Nein, ich war nicht schockiert. Ich habe das eigentlich erwartet, beziehungsweise nichts anderes erwartet. Aber das ist natürlich sehr, 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 sehr schade, was da passiert ist. Darf man auf Ikonen den Vater abbilden, den noch keiner gesehen hat, so wie Jesus? Nee, darf man nicht. Nein. Und den Heiligen Geist darf man auch nicht abbilden. Die einzige Ikone, die einzigen zwei Ikonen, auf denen man den Heiligen Geist abbildet, das ist einmal die Taufe von Jesus Christus. Da ist er in Form einer Taube, weil er sich so gezeigt hat. In der Bibel steht das ja. Und die zweite Ikone ist Pfingstikone, als das heißt, der Heilige Geist ist in Form von Feuerzungen auf die Apostel heruntergekommen. Da zeigt man auch das, was Gott uns gezeigt hat. Aber der Heilige Geist ist natürlich keine Taube und kein Feuer. Ja? Aber ne? Jedenfalls darf man nichts anderes abbilden. Gibt es im Netz Live-Übertragungen von Sonntagsgottesdiensten? Zu Corona-Zeiten gab es ganz viele. Jetzt weiß ich das nicht. Also wir haben zu Corona-Zeiten wahrscheinlich ein Jahr lang Übertragungen gemacht, aber mittlerweile machen wir das nicht. Widerspricht die Evolutionstheorie der Bibel oder geht das Hand in Hand? Das sind zwei verschiedene Dinge. Also die Evolutionstheorie sagt ja, was passiert ist, wie sich das Leben entwickelt hat. Und die Bibel sagt, wer das Leben erschaffen hat. Ja, und in der Bibel steht, es war Gott. Und ob das jetzt durch eine Evolution gekommen ist, die von Gott gelenkt war, oder auf einmal alles da war, das spielt aus theologischer Sicht keine Rolle. Hatten Sie schon mal das Gespür, dass Engel bei Ihnen sind, oder haben Sie eine spirituelle Erfahrung gemacht? Also jetzt direkt einen Engel bei mir habe ich nicht gespürt, aber spirituelle Erfahrungen hatte ich sicherlich. Ja. Ich denke, dass das kommt, wenn man regelmäßig betet und in die Kirche geht, dann wenn man in einem Kloster eine Zeit lang ist. Meinung zu LGBTQ-freundlichen Kirchen. Tja, also ich meine, wir sind orthodox. Was halten Sie davon, wenn Menschen sich als spirituell, aber nicht religiös bezeichnen, an die Macht der Sternzeichen und Geister glauben und Drogen nehmen, um höheren Bewusstseinszustand zu erlangen? Ha, was soll man davon halten? Ja, also, ja, wenn man Drogen nimmt, bekommt man keinen höheren Zustand, sondern man bekommt einen verzerrten Bewusstseinszustand. Das ist die Wirkungsweise von Drogen. Ja, die wirken halt auf das Gehirn so, dass es nicht mehr richtig funktioniert. Das ist bei allen Drogen so. Da gibt es nichts Höheres. Und was sich der Mensch dann rumfantasiert, was er da für eine Erfahrung gemacht hat. Und Spiritualität ohne Gott. Also wir glauben an einen Gott, der eine Persönlichkeit ist. Das ist ganz wichtig in unserem Glauben. Ja, das ist zentral für uns, dass Gott eine Persönlichkeit ist. Und Religion oder Spiritualität ohne Gott hat keine Beziehung zu Gott. Und hat nichts mit unserer Religion zu tun. Also man wird nicht noch einmal getauft. Wir glauben an die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Und auch wenn man als Kind getauft wurde, kann man dann religiös werden, sich in die Kirche integrieren, zur Beichte, zur Kommunion gehen. Aber man soll sich nicht nochmal taufen lassen. Das ist eine ganz schwere Sünde. Ist bescheidenes Make-up eine Sünde? Nein, wahrscheinlich nicht. Glauben Orthodoxe an Werkserrettung oder dass man durch den Heiligen Geist versiegelt ist. Ich kenne den Begriff nicht. Die heilige Dreiheit Gottes darf man also nicht abbilden. Also wie gesagt, nur eben, ne, Gott hat sich beispielsweise, wir können nur das abbilden, was wir gesehen haben. Gott hat sich Abraham in der Form der heiligen Dreiheit gezeigt, also können wir die heilige Dreiheit,
Gott hat Abraham die heilige Dreiheit in Form von Engeln offenbart. Also bilden wir diese drei Engel ab, die Gott gezeigt hat. Ja? Aber das, was wir nicht gesehen haben, das können wir nicht abbilden. Ja? Wir können Jesus Christus abbilden, so wie er auf der Welt rumgegangen ist und sich uns gezeigt hat. Aber wir können ihn nicht abbilden in seiner Form bei Gott. Ja? Das geht nicht. Wie lerne ich richtig das Fasten? Gibt es eine Anleitung? Ja, suchen Sie in meinen Videos nach Videos dazu, wie man fastet. Was kann man gegen Albträume machen? Ja, das kommt darauf an, welche das sind und wo sie herkommen. Manchmal hilft einfach weniger Horrorfilme zu schauen, manchmal hilft mehr Ruhe, manchmal hilft Spazierengehen vor dem Schlafengehen und manchmal hilft auch nur ein Therapeut. Das kommt darauf an. Gut, also wir haben 2 Stunden jetzt hinter uns. Ich wünsche euch allen Gottes Segen, frohes neues Jahr, kirchliches neues Jahr. Und wie ich gesagt hatte, schaut auf die orthodoxe Schule, orthodoxefernschule.de. Meldet euch an, wenn ihr bereit seid, teilzunehmen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in etwa einem Monat live und schon bald in Videos auf YouTube. Vielleicht noch eine Sache. Genau, das hatte ich mir noch notiert und es nicht gesagt. Es gibt Ende September, ich glaube in der letzten Septemberwoche, eine Veranstaltung der Domgemeinschaft. Und zwar geht es dort um Elternschaft. Also ich glaube, das Thema ist, wie kann die Kirche für Kinder zu Heimat werden und Heimat bleiben oder sowas. Jedenfalls, falls euch das Thema interessiert, könnt ihr auf der Webseite der Domgemeinschaft domstmichael.de diese Ankündigung finden. Ich denke, das ist für alle Eltern interessant oder auch Menschen, die in Gemeinden, in Sonntagsschulen und so tätig sind. Das Ganze geht über 3 Tage und findet im Kloster des heiligen Justin statt, in der Nähe von Fulda. Und ich werde dort auch an 2 Tagen dabei sein, wie auch viele andere interessante Priester und Geistliche. Also, wer die Möglichkeit hat, möge rumkommen, dann können wir uns noch persönlich sehen. Jetzt Gottes Segen und alles Gute.